Schreibt es mal in die Kommentare, ob das wirklich eine 2 war. Schreibt es mal in die Kommentare, das war eine 2. Also ich werde auch eine 2. Können wir einmal Kroketten bestellen? Ja, jetzt. Ach, jetzt. Ja, okay, nochmal. Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge des Brettspielclubs. Erstmal an der Stelle natürlich auch nochmal vielen lieben Dank an die Community, die überhaupt ja diese neue Staffel Brettspielclub möglich gemacht hat und die es uns heute ermöglicht, ja in die Rolle eines Kneipenwirts zu schlüpfen. Da fangen meine Augen an zu leuchten. Wirt, ja, wer nichts wird, wird Wirt, hat man früher immer gesagt. Und hier werden wir jetzt mal wirklich Wirt, werden eine Kneipe im tiefen Tal betreiben. Der liebe Autor Wolfgang Warsch hat das Spiel gemacht, bei Schmidt Spiele ist es erschienen. Ja, und alleine soll man nicht trinken, zu zweit ist es auch noch nicht ganz so fröhlich, deswegen haben wir uns noch 2 weitere Wirte, möchte gern Wirte, an die Seite geholt, um hier ja dem fröhlichen Kneipenleben nachzugehen. Genau, und wie immer gibt es eine kurze Regelerklärung für dieses wirklich schöne Kennerspiel, dann stellen sich die Gäste ganz kurz vor und dann geht's auch schon los. Viel Spaß. Im Spiel Taverne im tiefen Tal baut jeder Spieler seine eigene Taverne aus. Im Spielverlauf werden immer wieder Gäste eure Tavernen besuchen, die euch dafür entlohnen, dass ihr sie entsprechend ihrer Wünsche bedient. Mit diesem Geld könnt ihr Mitarbeiter vorübergehend anwerben oder eure Taverne zum Beispiel mit weiteren Tischen oder einem größeren Bierlager aufwerten. Auch können damit Mitarbeiter dauerhaft angestellt werden. Wer nach 8 Runden die lukrativste Taverne hat, ist Sieger und Chefwirt im tiefen Tal. Das Spiel läuft über 8 Runden. Jede Runde ist in 7 Phasen aufgeteilt, die in genau dieser Reihenfolge gespielt werden. Phase A. Hier bewegt der Stadtspieler einfach den Mond auf das nächste Feld der Rundenleiste. Immer wenn der Mond auf oder über ein Symbol zieht, bekommen alle Spieler den entsprechenden Bonus. Phase B. Die Taverne füllt sich. In dieser Phase betreten die Gäste deine Taverne. Decke dazu die oberste Karte deines verdeckten Nachziehstapels auf und lege sie offen in deine Taverne ab. Je nachdem, was für eine Karte du ziehst, musst du sie an die entsprechende Stelle anlegen. Das wiederholst du so lange, bis alle deine Tische besetzt sind. Adlige sind sehr gesellig und setzen sich gerne gemeinsam an einen Tisch. Den ersten Adligen, den du in einer Runde aufdeckst, musst du auf einen freien Tisch legen. Jeden weiteren Adligen legst du auf einen Adligen, der in dieser Runde schon Platz an einem Tisch genommen hat. Phase C. Die Kellnerin kommt. Für jede Kellnerin, die du aufgedeckt hast, darfst du aus deinem allgemeinen Vorrat jeweils einen Würfel in deiner Farbe nehmen, würfeln und danach unter deiner Taverne ablegen. Phase D. Was darf's denn sein? Zunächst würfeln alle Spieler gleichzeitig die 4 weißen Würfel auf ihren Bierdeckeln und legen sie anschließend wieder dort ab. Beginnend mit dem Startspieler und dann einzeln im Uhrzeigersinn nimmt jeder Spieler der Reihe nach einen Würfel von seinem Bierdeckel und legt ihn unterhalb seiner Taverne ab. Nachdem das alle Spieler getan haben, gibt jeder seinen Bierdeckel an seinen linken Mitspieler weiter. Das wiederholt ihr noch 3-mal, bis alle Würfel von den Bierdeckeln genommen wurden und jeder Spieler 4 weiße Würfel unterhalb seiner Taverne vor sich liegen hat. Phase E – Qual der Wahl. Dafür legen wir alle unterhalb der Taverne liegenden Würfel auf die passenden Aktionsfelder. Auf Feldern mit einem Fragezeichen kann ein Würfel mit einer beliebigen Augenzahl gelegt werden. Auf Felder mit vorgegebener Augenzahl muss der Würfel genau die abgebildete Augenzahl zeigen. Auf ein Feld mit einmal darf nur ein Würfel der entsprechenden Augenzahl gelegt werden. Auf ein Feld mit ... dürfen beliebig viele Würfel der entsprechenden Augenzahl gelegt werden. Für jeden Tellerwäscher in deiner Taverne darfst du einen Würfel auf einem beliebigen Aktionsfeld so einsetzen, als wäre er um 1 höher. Phase F. Jetzt wird serviert. Wenn du an der Reihe bist, entfernst du nacheinander deine platzierten Würfel. Du erhältst dafür Dublonen, wenn du Gäste bedienst, oder Bier, wenn du Bier anlieferst. Entfernst du den Würfel von deiner Kasse, enthältst du unabhängig von der Augenzahl des Würfels genau eine Dublone. Auf der Bieranlieferung dürfen 1er- oder 6er-Würfel liegen. Für jeden Würfel, den du von deiner Bieranlieferung entfernst, erhältst du ein Bier plus ein weiteres Bier für jede Lieferantenkarte, die du neben der Bieranlieferung liegen hast. Für jeden Bierhändler, den du in Phase B aufgedeckt hast, erhältst du genau ein Bier. Im Fass gibt es die Hausmarke der Taverne. Entfernst du den Würfel von deinem Fass, erhältst du unabhängig von der Augenzahl des Würfels genau ein Bier. Für jeden Würfel, den du von deinem Mönch entfernst, darfst du deinen Klostermarker auf der Klosterleiste ein Feld vorwärts bewegen. Erreicht oder überspringt dein Klostermarker ein Feld mit Bonus, erhältst du diesen Bonus sofort. Für Dublonen kauft man sich neue Tavernenkarten.
Nimm dir eine oder mehrere Tavernenkarten aus der allgemeinen Auslage und lege sie verdeckt auf deinen Nachziehstapel. Pro Runde darfst du von jeder Kartenart maximal eine Karte kaufen. Die Dublonen können auch verwendet werden, um Teile der Taverne dauerhaft aufzuwerten. Um ein Plättchen aufzuwerten, drehst du es auf die Rückseite. Ab sofort gilt der verbesserte Effekt für dich. Immer wenn du ein Plättchen aufwertest, erhältst du dafür sofort einen Adligen und legst ihn verdeckt auf deinen Nachziehstapel. Die Kosten einer Aufwertung können reduziert werden, indem eine oder mehrere Tavernenkarten abgegeben und zurück in den Vorrat gelegt werden. Mit Bier wirbt man neue Gäste an. Indem du den Dorfbewohnern Bier aufs Haus anbietest, kannst du sie als neue Gäste für deine Taverne gewinnen. Nimm dir eine der offen ausliegenden Gästekarten und lege sie verdeckt auf deinen Nachziehstapel. Bezahle für den Gast die Kosten in Bier, die links oben auf der Karte angegeben sind. In deinem Zug darfst du maximal einen Gast anwerben. Du kannst immer auch 9, 14 oder 18 Bier abgeben und dafür 1, 2 oder 3 Adlige erhalten. Sobald du keine Aktion mehr durchführen kannst oder möchtest, endet die Aktionsphase für dich. Hast du noch Dublonen oder Bier übrig, kannst du jeweils bis zu 2 davon im Tresor bzw. Bierlager speichern. Der Rest verfällt. Phase G, Sperrstunde. Jeder Spieler nimmt nun alle Karten, die er in Phase B aufgedeckt und im bzw. neben die Tavernen gelegt hat und legt sie links neben seinen Nachziehstapel offen als Ablagestapel ab. Das Spiel endet nach der 8. Runde. Jeder Spieler zählt nun die Siegpunkte auf seinen Karten zusammen. Der Spieler, der die meisten Siegpunkte sammeln konnte, gewinnt. Hallo, mein Name ist Fabian, man könnte mich kennen von rocketbeans.tv. Wir haben auch eine kleine Brettspielshow, die heißt Almost Playly und Leute, die das gucken, wissen, ich komme, um zu gewinnen. Hallo, mein Name ist Katjana Gerz. Ich freue mich total, heute hier zu sein bei Hunter & Krohn. Mich kennt man vielleicht unter Gute Arbeit Originals, ein Sketch-Comedy-Format. Ich bin auch ganz oft bei den Rocketbeans und bei Lux & Wunder. Und mein Motto ist, don't be boring, be a board game. Es dämmert im tiefen Tal und die Gäste drängen sich schon vor unseren noch geschlossenen Tavernentüren und deswegen wird es Zeit für uns Wirte und Wirtinnen. Drei N's, natürlich jetzt die Tür aufzuschließen und die durstigen Menschen hereinzulassen. Hoffentlich sind schon Adlige dabei, aber ich glaube nicht in Runde 1. Wir füllen sozusagen jetzt einfach die Taverne. Nein, bevor wir das tun, werden wir natürlich hier den Mond auf Runde 1 versetzen. Wir spielen 8 Runden, das ist die erste von 8 Runden. Und wir bekommen gleich tatsächlich einen netten Thekengast. So ein abgestürzter Könnt ihr hier mal verteilen. Jeder kriegt einen und könnt ihr an die Theke Kommen Sie legen. Rein in die gute kommen Stube. Rein. Er hat 2 Fähigkeiten. Ihr müsst euch jetzt noch nicht entscheiden, welche ihr nehmt. Einmal könnt ihr sagen, um Gottes Willen, was habe ich denn da gezogen? Alles nochmal rückgängig bitte. Und das andere wäre einfach einen Schritt auf dieser Mönchsleiste hier laufen. Macht vielleicht dann am meisten Sinn, wenn man halt mit dem Schritt dann einen Bonus oder sowas bekommt. Könnte sich den auch aufbewahren, oder? Theoretisch? Ist gar nicht. Kann man sich den aufbewahren? Das ist eine gute Frage. Guck mal hier gibt es ja doch einen über die Mönchsleiste. Ah, ja, kann man eine Karte loswerden. Gast entfernen, weil wir gerade im Vorgespräch, also einen Gast könnte man rausschmeißen. Mhm. Ihr hättet auch einfach Gast. Uns fragen können. Ja, also ihr hättet euch das sofort gesagt. Ich wollte aber nicht dich so dumm darstellen. Ja. Wir haben alle unser Startdeck gemischt, da sind ein paar Gäste drin, da ist ein Tisch dabei, eine Kellnerin und ein so ein Bierlieferant. Und jetzt tun wir einfach, du hast noch nicht gemischt scheinbar, und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich kann ja mal anfangen bei mir. Ja, wir machen es mal. Das machen eigentlich alle Spieler gleichzeitig, aber jetzt, damit ihr auch vielleicht gut reinkommt. Schön der Reihe nach. Ich habe gleich mal einen Tisch gezogen. Fantastisch. Und eine Kellnerin. Okay, das fängt ja schon sehr gut an bei dir. Jetzt kommt der wirklich gemischt hat. Ja, ob der wirklich gemischt hat. Ja, ich habe mir das schön, schön zurechtgelegt. Noch ein Gast. Sobald der letzte Tisch gefüllt ist, muss ich aufhören mit ziehen. Und da ist es auch schon passiert. Alle Tische gefüllt. Immerhin eine Kellnerin. Und jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ich starte mit einer Kellnerin. Dann der erste Tisch wird belegt. Bier. Sehr gut. Ja. Ich habe hier eher so einen Megapark. Das heißt, du hast jetzt hier so einen Bierlieferanten bekommen. Ja. Bei dir ist jetzt in der Runde jedes 6 und jede 1 schon 2 Bier wert. Hammer. Hier das und wertvolle der gute Spiel. Herr darf sich einen Würfel ziehen. Das richtig? Machen wir dann gleich. Ah, machen wir gleich. Also erstmal, was hier, mit dir so los ist. Da, sehr gut. Also wie gesagt, jetzt es wird normalerweise dann gleichzeitig da gespielt. Tisch. Nochmal ein Tisch. Zweimal die gleiche Frau. Nachher dann nochmal. So, ja.
Warum kann eigentlich immer nur eine Person am Tisch sitzen? Das ist total ineffizient. Es ist halt, ja, das sind halt sehr kleine, eng beieinander stehende Tische. Ja. Das ist schon urig. Da kann man, man berührt sich schon und fast. Da sitzt jeder mit seinem MacBook und macht irgendwie den neuesten MacBook Agentur-Shit. So, das sieht nicht so aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir servieren sie auch Zwiebelsuppen. Ja, ja, das kommt immer ganz gut. Das ist so eine Kartoffel, Käse. Wir sind Zwiebeln bei mir. Ich weiß nicht, was übrigens, du bei deinem Gast. Übrigens, habt ihr überhaupt bemerkt, dass eure Tavernen sich auch Namen haben? Ne? Meine heißt zu blauen Forelle. Zum roten Stier. Hm? Zum grünen Klee. Zum goldenen Löwen. Honestly, this is, sounds like the winner. Also, ich habe jetzt auch mal einen Gast gezogen, meine erste Karte. Ja, die blaue Forelle. Ja. Okay. Oh, das sieht ja aufregend aus. Okay. Und gleich voll. Also bei mir, ich habe natürlich jetzt mal... Aber ich spar's mir jetzt auf erstmal, würde ich sagen. Ich will das noch nicht. Oder soll ich das machen? Ich will's machen. Kann ich das du machen? Du bist gar nicht mehr dran, okay, Katjana. Okay, okay. Doch, sie könnte es natürlich auch noch machen. Aber so schlecht ist es gar nicht, weil du hast ja deinen Biermensch, aber ich könnte es wirklich, ich soll es eigentlich machen. Ich soll du hast ja deinen Biermensch immerhin gezogen. Ja, so viel hast du am Anfang wir jetzt hier noch lang gar nicht. Dann wisst ihr gleich, also ich werde jetzt halt den ausgeben als diese... Jetzt Fähigkeit. Kommen die einfach auf den Ablagestapel. Diese Gäste werden gleich wieder rausgeschmissen. Alle, ich dachte nur alle. Der Motto so. Ja, alle. Ihr, sieht doch schon besser aus. Kellnerin. Gast. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, Gast. So schneller sein Deck durchzuspielen. Okay, das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Doch, eine Kellnerin hast du. Eine Kellnerin, ja. Und das bedeutet, jeder, der eine Kellnerin hat, schnappt sich einen Würfel in seiner Farbe. Was bist du hier? Eine grüne Kneipe und du blau. Die würfeln wir gleich. Jetzt schon? Ja, und legen ihn einfach. Erstmal irgendwo hin. Bei uns her. Yes. So, und jetzt schnappen wir uns hier unsere vier Würfel auf den Tellern und würfeln auch die. Ja, die fangt jetzt mal alle auf einmal ein. Mit der Kamera. Also jeder hat hier vier neutrale Würfel auf seinem eigenen Bierdeckel liegen. Die wurden jetzt gewürfelt und bei mir geht es jetzt tatsächlich los mit dem Dice Drafting. Ich suche mir jetzt hier einen passenden Würfel aus. Muss natürlich gucken, was will ich denn hier nachher eigentlich überhaupt genau servieren. Eieiei. Das ist alles nicht ganz so toll. Ich werde mal diese 5 hier nehmen. Und das geht jetzt quasi rum. Auch das machen wir nachher gleichzeitig, aber jetzt. Nee, da wird natürlich, weil du kannst ja schon der Reihe nach. Aber so. Wir können gleichzeitig einen aussuchen und weiter. Okay. Ja? Ja, nee, du darfst schon gucken, quasi, was ich rausnehme, gucken. Weil du erst sagst, oh, jetzt hat er die 1 genommen. Okay, aber. Ja, gut. Weil, wenn ich dir einen reinhauen möchte und ich sehe, du hast nur 1, dann nehme ich schön meine 1. Genau, jetzt darfst du einen drauf. Die blaue Forelle, Okay, ja, ich habe meinen genommen. Das war eine 2. Das war nicht 2. Schreib's mal in die Kommentare, dass wirklich eine 2 war. Schreib's mal in die Kommentare, das war eine 2. Also ich werde auch eine 2 nehmen. Und jetzt gehen wir alle unseren Bierdeckel weiter nach Wien. Bitte schön, viel Spaß damit. Danke. Ich habe meins schon genommen. Was soll das? Das kann ich noch... Das ist ja alles gar nichts. Was hast du dir gerade genommen? Das sage ich dir nicht. Eine 6. Nehme ich mal eine 5. Achso, ich muss ja warten. Das habe ich immer gleichzeitig. Ich habe nie auf den Richtigen. Kannst natürlich, wenn es gar geachtet. Nicht so drauf. Ich nehme mir nochmal eine 2 her. So. Also ich nehme die 5. Okay. Wir gehen wieder alle den Bierdeckel weiter. Das Ganze passiert jetzt einfach, bis jeder 4 Würfel gedraftet hat. Das heißt, den letzten kriegt man dann natürlich einfach zugeschoben. Den muss man dann. Jetzt weiß ich natürlich schon, was ich krieg von dir. Ja. Nee. Was hast du denn da noch im Angebot? Naja. Aber ja, tatsächlich. Also 4 und 3 sind auch einfach ein bisschen unterrepräsentiert. Am Anfang, in dem Spiel, ja, oder? Man muss natürlich erstmal ein paar Gäste sich holen, ja, 4 und 3 irgendwie wertvoll machen. Ne? Okay. Ja. Am Anfang sind 1er und 2er gut, 6er natürlich und 5er. Gut, schieben wir den letzten Würfel weiter und den nimmt man sich natürlich einfach. Im Zweifel kann man ihn ja zur Kasse legen oder unten ans Bierfass. Ja. Da passen ja beliebige Würfel hin, weil das ist genau das, was jetzt in der nächsten Phase passiert. Jeder von uns hat jetzt mindestens 4 Würfel, über Kellnerinnen eventuell noch weitere Würfel und die platziert man jetzt auf den zur Verfügung stehenden Aktionsfeldern, also entweder Gäste, die hier bedient werden oder hier diese anderen Dinge. Ja, und das machen wir jetzt tatsächlich alle gleichzeitig, da gibt es halt auch ein bisschen zu überlegen, ja, wo lege ich was hin. Immer darauf achten, sind es Felder, wo ihr einen Würfel hinlegen könnt oder passen da mehrere Würfel hin, wie beim Mönch zum Beispiel, da kann ich meine beiden Fünfer hier hinlegen, weil der Mönch beliebig viele Fünfer schlucken kann. Wohingegen bei diesen Gästen hier oben, da passt immer nur ein Würfel hin, muss ich also diese 2 Einzel verzeihen, kann jetzt nicht hier 2 Zweier dem gleichen Gast zuweisen. Kann es eigentlich auch mal passieren, dass man keinen Würfel zuordnen kann? Es kann passieren, dass du natürlich, gerade wenn du viele Würfel hast und irgendwie gar nichts, wo das passt und irgendwie
fünfmal die gleiche Augenzahl, dass du Probleme kriegst, die vielleicht alle unterzubekommen. Ja. Okay. Nee, das habe ich aber gerade nicht. Du bist noch im Plan? Ja. Bei dir fängt's an? Ihr schaut jetzt schon, was ihr euch gleich nehmt, ne? Ja, ein bisschen. Haben wir natürlich auch schon lang geguckt. Ja, man wird, ihr werdet dann sehen, also ich meine, es ist halt, ihr könnt ja bestimmte Sachen auch sparen, ja, nicht zu viel, aber ja. Man kann natürlich am Anfang noch nicht die großen Zahlen erwirtschaften. Geht nicht, ne? Muss ich erst ein bisschen ausbreiten. Okay. Gut. Habt ihr alle geplant? An, ja? Bei mir geht's los. Ich bediene hier zwei Gäste. A2 Geld sind 2 Geld, 4 Geld. Und für diese 4 Geld. Du kriegst noch ein Geld. Ja, aber ich glaube, das spare ich. Ja, dann kaufe ich mir den Tisch. Nee, ich möchte gleich mal mir eine Kellnerin kaufen für 4 Geld. Die gekaufte Karte kommt hier auf den Nachziehstapel, werde ich also nachher als erstes ziehen. Und dann habe ich hier in der Kasse tatsächlich nochmal ein Geld, aber das spare ich ein. Und dann habe ich 2 Fünfer auf meinem Mönch. Und das sind, was bin ich, rot, 2 Schritte hier. Und erreicht tatsächlich hier schon das erste Bonusfeld. Und das sagt mir jetzt, dass ich hier so einen Zwerg geschenkt bekomme. Und auch den lege ich dann verdeckt auf meinen Nachziehstapel. Unfassbar. Okay. Den roten muss ich leider wieder abgeben. Die 4 sind für nachher wieder hier. Und du bist dran. Ich habe einen Gast, den ich bewirte, kriege 2 plus einen aus meiner Kasse, sind 3. Die tausche ich ein gegen so eine Tellerwäscherin. Das heißt, dass ich dann irgendwann mal die Würfel switchen kann, ne? Ja, da, genau. Du kannst dann aus einer 4 eine 5 machen oder aus einer 3 eine 4. Plus 1. Einmal plus 1, aber nicht minus 1, ne? Nee, leider nicht. Ah, schade. Okay, egal. Trotzdem gut. und jetzt habe ich hier 2 Sechsen. Das sind ja dann mal sind dann 4 Bier dann plus 1 sind 5 Bier. Ja, jeder Würfel macht bei dir 2 hier, genau, deswegen 2, 4, 5. Genau, und davon kaufe ich mir dann einen neuen Tisch. Nee, das wäre ja wieder mit Geld. Mit dem Bier musst du ja die durstigen Gäste. Du könntest jetzt hier diesen Vierergast kaufen, der ist natürlich nicht schlecht, da kriegst du auch noch einen Schritt auf der Mönchsleiste. Oder hier gibt es einen 4-Bier-Gast. Der ist halt cool, weil du viel Geld bekommst. Nee, aber ich nehme den 4-Gast und ich darf mit dem Mönch einen weitergehen. Dann darfst du sofort einen Schritt. Das passiert sofort, wenn die so einen Spezialeffekt haben. Ja. Du hast jetzt 4 Bier ausgegeben, das heißt, bleibt sogar ein Bier übrig. Und das kannst du aber einlagen in deinem Bierkeller, wo 2 Bier reinpassen. Man hat am Anfang eine Bierlage für 2 Bier und eine Kasse für 2 Bier. Oh, vielen Dank. Ja. Da sind wir schon hier. Eifer der Gefechts hast du aus Versehen den goldenen Löwen vorgeschoben. Aber obwohl der... Goldene Löwe gewinnen wir. Wird hier meine Gaststätte sabotiert? Ja. Keine Absicht. Schreib's mal in die Kommentare. Den grünen Klee. Ich werde dich in Zukunft über den grünen Klee loben. Gut, aber jetzt ist der goldene Löwe dran. Genau, goldene Löwe. Wir haben einen Gast, der eifrig was getrunken hat. Hier haben wir 2 und nochmal was anderes. Das wären 3. Mhm. Dann würde ich mal hier das hier nehmen. Auch eine Tellerwäscherin. Oder du kaufst dir halt einen Zwerg und speicherst ein Geld. Das würde auch. Genau, das habe ich mir auch überlegt. Was macht nochmal der Zwerg? Der gibt einfach ein Bier, wenn du den aufdeckst, kommt einfach ein Bier extra. Der ist halt, man muss es so sehen, der ist halt billiger, und gibt halt, aber der gibt halt zum Beispiel auch keinen Siegpunkt. Der gibt einen Siegpunkt. Mhm. Es ist schwer zu sagen, eine Frage des persönlichen Geschmacks. Das stimmt, ja, der Zwerg kommt dann gleich hier hin. Genau, das wollte ich gerade machen. Und dann habe ich noch einmal einen mit den... Hier, mit das dem Mönch, würde ich gerne... Oh, jetzt siehst du, ich konnte ja in die Zukunft gucken. Ja, genau, natürlich. Und da bekomme ich nichts. Aber wenn du jetzt den abgeben würdest, dann würdest du was bekommen. Dann kommst du auf das Feld, zack, und kriegst direkt einen Zwerg und auch der kommt auf den Nachziehstapel so da drauf. Genau. Gedacht. Und das ist ein Bier. Nee, sogar... Zwei Bier. Zwei Bier. Die kannst du aber jetzt auch, weil für 2 Bier gibt es ja eh nichts zu kaufen. Genau, ich würde das so machen. Beziehungsweise werden wir hier noch einen Gast wieder aufdecken. Super, dann bin ich hier fertig. Ja, okay. Cool. Aber trotzdem, für 2 Bier gibt es natürlich nichts, deswegen Einlage. Ja. Gut, also bei mir gibt es 3 Geld, 4 Geld. Da hole ich mir auch so eine. Auch eine Kellnerin. Ja. Und einen Schritt.
Gibt es denn in der Erweiterung auch mit Sky, dass dann eine Kneipe dann Sky anbietet, wo man Fußball gucken kann? Nee, aber es gibt tatsächlich nee, das, mit Schnaps. Fernseher ist also nicht. Aber okay. Schnaps kommt dazu. Es kommen genau. Barden in deine, so Gaukler in deine Kneipe, die du mit Alkohol bezahlen kannst, damit sie deine Gäste unterhalten. Also du kriegst einen Spezialeffekt, wenn du dem Schnaps gibst, dann macht er was Lustiges für dich. Das ist auch ganz so toll. Funktioniert das hier. Ja. So funktionierte das damals mit den Gauklern. Bis heute, bis zum heutigen Tag. Ja. Ich hatte noch ein Bier, was ich eingelagert habe. Und der kommt. Das und war's. Unterhält dich. Das war die erste Runde tatsächlich. Genau, dein grüner Würfel kommt auch zurück. Im Großen und Ganzen. Also es werden natürlich wieder, am Ende müssen hier wieder jeder die vier Würfel auf seinen Bierteller zurücklegen. Und die ganzen Karten. Jetzt kommen alle Karten quasi. Die Karten, die ihr benutzt habt. Ablagestapel. Kommen alle auf den Ablagestapel. Ablagestapel. Ach, Ablagestapel. Zack. Hier. Zack, daneben. Genau. Offen daneben. Genau. Offen daneben, damit man nicht, wissen offen, damit man es nicht verwirrt. Damit es auch nicht durch. Und wenn ihr dann hier durch seid, egal wann, wird immer der hier halt komplett neu gemischt und zum neuen Nachziehstapel. Ja? Das heißt, ich weiß ungefähr, was jetzt in meinem nächsten, in der nächsten Runde in meinem Stapel ist. Ja, genau, es ist im Prinzip fast schon ein bisschen die Besonderheit des Spiels. Bei vielen Deckbildern ist es so, du kaufst neue Karten, weißt aber nicht, wann die kommen oder die kommen halt irgendwie rein. Hier ist klar, wenn ich was kaufe, kommt es auf jeden Fall in der nächsten Runde, weil ich es oben drauf lege. Ja? Genau. Mhm. So, cool. Das war die erste Runde, ihr habt es überlebt und jetzt geht's weiter und jetzt quasi können wir im Prinzip mal versuchen, das, die Aufdeckphase einfach gleichzeitig zu machen. Okay. Na, ihr wisst ja die Regeln. Erstmal hier noch, der Mond wandert natürlich erstmal in zweiter Runde 2 und wir haben jetzt alle die... Ja, wir kriegen wieder Sachen. Gut. Entweder kriegt jeder von uns, also darf sich jeder individuell entscheiden, einen Zwerg, der kommt natürlich sofort auf den Nachziehstapel, so einen Bierlieferanten, oder... Wir bekommen einfach einen Dreiergast. Die sind alle identisch, das ist halt so einer. Aber der kommt jetzt ja auch nochmal drauf für die Runde, ne? Der kommt für die Runde drauf, ja. Naja, aber wenn ihr zwei jetzt schon Dreiergast habt, das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass ich auch einen Dreierwürfel bekomme, oder ist das falsch gerechnet? Ja, du kannst ja selber das Ding ist, hattest du davor eine Runde? Nee, aber ich nehme den, also ich Zwerg. Den Zwerg. Ich nehme... Auch den Zwerg. Der Zwerg ist immer vielleicht so ein bisschen. Ich glaube, wir haben die bessere Entscheidung getroffen. Ich glaube, wir haben die schlechtere Entscheidung getroffen. Wir sind die Zocker, weil wir sagen, wir gehen voll rein. Wir glauben, wir kriegen die Dreier. Ja. Ja, und die glauben halt einfach, naja, ein Bier umsonst ist ein Bier. Bier in der Hand ist besser als eine Drei auf dem Dach. Richtig. Ja? Dem netten Mann die Tür vor der Nase zuschlagen, wo soll er hin mit seinem Fässchen? Was kennt ihr alles noch für Sprüche? Das ist ja unglaublich. Das kann ja wohl nicht wahrsteigen. Genau, da kann der Jever kommen. Das sagt unser Grafiker auch immer. Das darf ja wohl nicht wahrsteigen. Es gab noch zwei weitere. Grüße gehen raus an alle NRW-Fans da draußen. Ja, genau. Das ist doch einfach lächerlich. Oder, hey, das ist doch fun. Was war denn der vierte Wurf? Also auf jeden Fall ist völlig fun. Klar, dass jedes Mal du anfängst bei diesem Spiel. Ja. Sehr gut, aber trotz alledem ist Fabian jetzt dran. Trotzdem jetzt. Weise, wir machen jetzt gleichzeitig unsere Karten auf. Okay, 1, 2, 3, los. Neue Gäste strömen in den Pub. Bier, der kommt natürlich ganz hier. Genau. Ja. Das ist nicht, erstmal ist ja klar, was man aufdeckt, nämlich alle, die man sich vorhin besorgt hat. Man freut sich manchmal trotzdem. Ich so, ja! Und dann so, und bei mir ist so, ich habe jetzt noch zwei freie Plätze. Mein Nachziehstapel ist aber leer, das heißt, ich kann jetzt den mischen. Den muss man aber natürlich mischen. Und kann dann weiter aufdecken. Viel Bier. Eine gute Runde, ey. Bei mir gibt es jede Menge. Bei mir jetzt genau gepasst. Gut. Was ist denn hier mit der nochmal? Da kannst du dann die liegt da genau richtig. Und kannst dann einen Würfel plus eins. Ja. Behandeln. Das kann sehr wichtig sein. Ja, dann also wenn du kannst jetzt zum Beispiel einen Fünfer nehmen und weißt, du kannst ihn dann zum Sechser machen für Bierlieferanten zum Beispiel. Okay. Ich will nichts sagen, weil ich habe in meinem goldenen Löwen ein paar Ratten. Hat jemand eine Kellnerin? Ich habe eine Kellnerin. Doch. Also das heißt, wir kriegen einen Würfel. Eine 3. 4. Ich will nichts sagen, aber kommt nicht zu mir. Warum? Ratten? Nein, bei ihr, ja. Ach so. Wir sind Ratten. Ja, ich weiß auch nicht. Also so... Ich bin auch nicht so der riesen Fischesser, also die Forelle schneide ich schon mal aus. Goldene Löwe klingt schon nach so Kroketten, guten Löwenfleisch. Wie gut sind eigentlich Kroketten? Kroketten mit guter Soße, so. Das erwarte ich da einfach noch. Wenn die richtig knusprig sind. Können wir einmal Kroketten für Kroketten bestellen? Dann schnappen wir uns wieder auf die trinken. Ja, neutralen Würfel. Oh, jetzt habe ich auch Bock auf Kroketten. Upsala. Also, sorry. Siste hier. Ich habe auf Dreier gewettet und was würfel ich? 2 Dreier. Geil. Siehst du? So macht man das.
Also jeder darf eins auswählen. Ja, bei ihm geht es eigentlich los. So. Aber darfst du uns diese Information noch schenken? Ja, natürlich. Ja, ja. Aber meine mir bringt sie, glaube ich, deine Entscheidung. Aber da ich auf jeden Fall die Dreier nehme, ist, glaube ich, in dem Fall egal. Okay, aber ich nehme auf jeden Fall... Oh Leute, das gibt's doch nicht. Okay, ich bin dran. Ja. Achso, deswegen habe ich aber nicht Oh Leute gesagt, hier? Sondern weil ich schon in die Zukunft sehe. Halt, ich nehme noch einen, aber das ist doch alles furchtbar schon wieder. Hm. Scheiße, dann nehme ich halt wirklich die 5. Tja, worauf geht's? Taverne im tiefen Tal ist ja pures Können, sage ich ja immer. Ja, du musst halt, kannst jetzt sehen, was da kommt und es ist schlecht, was kommt. Für mich zumindest. Ey, ja, für mich habe ich nämlich extrem viel Bier gewürfelt. Und ihr gebt mir kein Bier. Wie extrem viel. Nichts, alles gut. Mach dir keine Sorgen. Kümmer dich um deine Forellen, die riechen schon etwas muffelig. Vielleicht solltet ihr mal wieder angeln gehen. Ja, gestern kam keiner zum Fischessen. Ja, der kommt, den können wir nochmal. Ja, ja. Der ist noch gut. Ich glaube, ich nehme dir das weg. Aber es ist auch so ein bisschen wie mit dem eingelagerten Bier, ne? Okay, ready? Schmeckt auch ein bisschen schade. Ja, er entscheidet sich mal als Letzter, um als Letzten noch rauszuquetschen aus uns. Gut. Guck mal, jetzt kriegst du eine 1. Ja, super, mit dem letzten Würfel. Ganz, ganz toll. Dann nehme ich jetzt die 2. Ich nehme auch die 2. Fuck yeah. Und dann kriege ich immerhin einen Bierwürfel. Danke, danke, danke. Deinen Würfelwurf hätte ich gar nicht. Du hast nur 6, so, und bei dir keine 6 kam bei mir an. Du nimmst eine, sie nimmt eine, Hunter nimmt eine. Aber Skandal, ja. Jetzt können wir gleichzeitig wieder planen, ja. Aber ich bin recht unzufrieden. Das bringt ein Bier da, ne, wenn man einen vorgeht. Du kriegst so eine Karte. Ist ach, so eine Karte. Ja. Der Effekt ist quasi, genau. Ah, okay. Der Effekt ist dann ein Bier, ja. Und hier darfst du einen Gast rausschmeißen. Klingt blöd, aber gerade so ein Opi, der immer nur ein kleines halbes trinkt und den ganzen Tag in der Kneipe hockt, kann auch gern zu Hause bleiben. Ne? Mhm. Das ist die traurige Realität. Ja, was mache ich denn? Okay. Oh, verdammt. Also das ein Bier zu wenig für das, was ich gern gemacht hätte. Das bringt ja hier gar nichts. Okay, doch. Okay. I don't know what I'm doing. Kann ich da auch das reintun? Nee, das geht tatsächlich nicht. Du kannst hier könntest du es reintun. Und da kannst du auch einen beliebigen reintun. Aber hier, da... Nee, ich habe genug Bier. Genau. Genau richtig. So. Ja. Eieieiei. Wir müssen auch überlegen. Ja, ich verzweifle jetzt schon. Hier müsste man 7. einfach 7 Geld bezahlen. Also du kannst halt das Geld ausgeben, wie gesagt, entweder für die Angestellten oder für diese Aufwertungen. Aber braucht man schon viel Geld, muss man sich ein bisschen mit. Okay, ich habe aus meinem Leid das Bestmögliche gemacht. Das heißt, und bei dir geht's los. Bei mir geht's los, ja. Also ich löse einmal 2 und 3. 5 Geld. 5 Geld. Und kaufe mir davon einmal, was wollte ich nochmal? Ach, einen Tisch. Tisch kaufen. Ja, genau. Das wollte ich auch machen. Tisch ist immer gut. Und hier habe ich einmal ein Bier. Plus 2 Bier. Plus 3 Bier. Ja. Plus, ich hätte ja auch hier noch einen im Lager. Ja. Und würde mir dann einen 4er Gast davon holen. Das wäre also der hier. Mhm. Und das ist der letzte? Ja, da kommt ja was. Ach so, da aber ob das ein 4er ist, das kommt halt ein 5er. Ne? Das ist ein bisschen. Mal sind. Aber dann, halt genau, das 4er musst du ausgeben hier. Ja. Genau. Ja, sehr gut, den wollte ich auch. Aber es war mir schon klar, dass der nicht bei mir ankommt. Du bist fertig, genau. Mhm. Also hier habe ich die Aufwertung von 5 auf 6. Ja, da. Das heißt, ich habe 2 Bier, 3. Und noch 2 im Lager. Und nochmal 2 im Lager. Das sind 5. 5 Bier. 5 Bier. Und jetzt habe ich auch nochmal 6. Nee, erst Geld, das wäre Geld. Aber 5 Bier kannst du dir den Gast hier holen. Also genau, das ist die Nachricht. Nicht schlecht, der bringt relativ wenig Siegpunkte, dafür hast du aber gleich 2 Schritte sofort, was gut ist. Ja. Dann kriegst du sofort 2 Schritte und hast hier gleich den nächsten Effekt, also 2 Schritte auf der Mönchsleiste und du darfst jetzt hier einen Gast
Super. Rauswerfen, ja. Sozusagen. Dann mache ich das. Es muss einer sein, wo kein Würfel liegt, genau. Und den kannst du jetzt wirklich komplett, für immer weg. Den willst du nie wieder, weil der macht dein Deck ja auch eher langsam. Das ist einer von diesen Standardgästen. Das war jetzt leider ein Zweier und kein Einser. Nee, du kannst jetzt nicht mehr aufdecken. Oh, okay, ich dachte, weil ich noch einen neuen Tisch habe. Weg. Nee. Okay. Aber es hilft dir für spätere Runden. Okay. Jetzt, das heißt, was habe ich noch übrig? Du hast hier nochmal 3 Geld und da in der Kasse nochmal 1 Geld. Es sind nochmal 4 Geld übrig, mit denen du shoppen gehen kannst. Das wäre eine Kellnerin oder ein Tellerwäscher oder ein Zwerg. Definitiv eine Kellnerin, mit der ich auch mal... Warte mal, eine Kellnerin? Gibt einen extra Würfel. Ja. Ja, Kellnerin ist immer gut. Ja, also habe ich noch nicht gehabt. Kann man bis zu 3 Stück gleichzeitig gebrauchen. Auch nur einen Siegpunkt, ne? Eigentlich muss man doch sofort Powerplay auf Siegpunkte, oder? Nee. Weil du kommst ohne diese Unterstützung von den extra Würfeln und so kommst du nicht so hoch. Ne? Wie viel habe ich gerade? 3? Entschuldigung. 4. Ja, vier klar. Ja, 4. Du willst halt schon irgendwie diese Adligen hier bekommen. Ja. Also die Aufwertung geben dir auch Adligen. Ja, oder was hier und sparen. Das ist tricky. Es gibt schon viele Möglichkeiten. Wie du sagst, da habe ich das Geld jetzt dafür ausgegeben. Kaufe ich mir lieber Karten mit dem Geld. Benutze das Geld für eine Aufwertung. Wie soll ich überhaupt so viel Geld speichern? Soll ich dann erst den Tresor aufwerten? Trinken wir doch nochmal einen Schnaps. Ja. Ich mach mal hier. Genau. Mhm. Okay. Die kommt auch, genau, wieder auf Nazi-Stabe. Alles Geld ausgegeben, nichts mehr übrig. So. Wunderbar. Ich habe ziemlich viel Bier diesmal. Ich habe hier 2x2 sind 4 Bier, plus nochmal einmal Hausbräu. 5. Das und 1 im Lager. Und 1 im Lager 6, aber es gibt keinen 6er. Doch 2 gibt's. Stück sogar. Ach stimmt, ja richtig. Ich hätte gerne den 7er gehabt, aber da fehlt mir genau ein Bier. Willst du eins von mir? Ich glaube, Tierhandel ist in diesem Spiel tatsächlich nicht erlaubt. Der gierige Wirt. Der gierige Wirt, ja. Also ich nehme hier, das heißt, mein ganzes Bier ist weg, auch das aus dem Lager. Also ich war jetzt neulich in der Forelle und ich muss sagen, das Essen war mäßig und die Preise. Und die Bedienung hat aus dem Mund gestunken. Ja, ich sag's nicht, ich gehe da Forelle. Da geht nur dieser eine aus dem gallischen Dorf. Ja, genau. Mein Vater hat auch 4 Geld. Eine Kneipe geerbt von seinem Opa. Also es wurde immer weiter. Und der hat mir immer erzählt, die haben damals, die haben teuren Wein mit billigem Wein gemischt. Aber ich glaube, das ist... Und dann den für mehr Geld verkauft. Aber ich glaube, das ist auch gang und gäbe in der Gastro, dass man einfach irgendwie teuren Wodka... und dann einfach billigen Rein. Ja. Das ist eine der 3 Theorien, woher das Wort Cocktail kommt. Da ist man sich nicht einig. Genau. Ja. Mit dem schwanzartigen Ding, wo die am Ende alles reingeschüttet haben, was übrig war in der Kneipe. Und da konntest du dann halt dir so einen Mix, also einen Cocktail aus dem Hahnenschwanz zapfen für ganz wenig Geld. Aber da war halt alles drin, was übrig ist. Es ist unvorstellbar, dass das heute zu so einem Luxusding geworden ist. Also. So, ich muss auf jeden Fall noch. Und ich habe hier wieder 2 Mönchschritte. Leider immer noch kein aufgewerteter Mönch. 1, 2, aber ich kann damit jetzt auch so einen Gast rausschmeißen. Zack, weg mit dir. Ein Einser, okay. Und hier habe ich 2 Geld und hier habe ich 1 Geld im Tresor. Das sind also 3 Geld. Ja, ich kaufe mir jetzt auch mal so einen Tellerwäscher. Für 3 Geld. Und dann habe ich hier 1 Bier. Das sind 2 Bier, 3, 4, 5 Bier. Das ist gut. Weil für die 5 Bier kaufe ich mir hier diesen 4er-Gast und kann dann sogar noch 1 Bier einlagern. Fantastisch. Das ist fantastisch. Doch noch was bei rausgekommen. Ja, ich hatte echt Angst, dass da halt dass dann nur solche wie jetzt, ne, so teure liegen. Und diese schäbigen Dreiergäste. Schon wieder eine Runde vorbei. Das geht hier wie ein Schnüchel. Das heißt, ihr legt eure 4 weißen Würfel einfach wieder zurück. Haben wir schon gemacht. Haben wir schon alles. Die Karten eingesammelt und drüber. Und der nächste Tag. Schon die erfahrene Würfel. Wir kriegen auch wieder neue Sachen hier. Guck mal, wir kriegen neue Geschenke. Geschenke. Also entweder das oder das. Nee, das ist in dem Fall kriegen wir, glaube ich, nur für diese eine Runde einen Würfel. Das ist keine Karte. Diese Runde, einen Würfel. Einfach nur einen Würfel oder diese Karte. Oder dauerhaften Tellerwäscher. So ein bisschen auch der Spatz in der Hand oder die Würfel in der Hand. Aber ich würde sagen, es ist immer besser, mehr Würfel zu haben. Ich nehme auch den Würfel. Ja, ich bin 100% sicher. Weil ich habe dann einen Siegpunkt, das ist doch nichts. Ja, ich glaube, ich nehme auch den Würfel. Aber ich kenne nicht alle Würfel. Auf einmal dann doch wieder die Würfel. Ja, ich nehme alle den Würfel. Ich nehme jetzt sofort 2, weil ich weiß ja schon. Kann ich nochmal zurück und doch die Tellerwäscherin nehmen?
Wieso nimmst du die zwei? Weil ich weiß doch, was ich für Karten habe. Wieso nimmst du zwei? Ich weiß ja, dass ich was da drin ist. Ja trotzdem, das jetzt passiert jetzt. Wir doch. Dann muss ich die ganze Zeit hier das Wir regeln dir doch den. Okay. Du wirst die armen Zuschauer. Die Leute werden das bemängeln in den Kommentaren. Ja. So, okay. Jeder hat sich einen Würfel geschnappt. Okay, give me one I want, Mama. Yes. Aber ich weiß nicht, was ich will, aber gib es mir. Sechser sind immer gut. Ja, Bier ist immer gut. Bier ist gut, ja. Stimmt, ja. Und dann können wir wieder gleichzeitig unsere Taverne befüllen. Yes. Geil. Ja. Taverne. Ach, wer hätte das denn gedacht? Ja. Eine Kellnerin. Aber die kommt nicht dahin, sondern hier. Ja, die ist noch, die, ihre Schicht hat noch nicht angefangen. Ja, genau. Die kommt erst um die Ecke, genau. Noch eins hoch. Jetzt liegt sie gerade bei den Tellerwäschern. Ach, das gibt's ja nicht hier. Nichts gekommen. Oh, noch ein Tisch. Das heißt, und jetzt mische ich wieder meinen Nachziehstapel. Oh, wie heißt das immer? Nachziehstapel. Okay. Ich habe nämlich was ganz, immer ganz halt was anderes verstanden. Oh, was ist denn, wenn ich zwei Kellnerinnen habe? Dann kriegst du noch einen. Dann kriegst du gleich noch einen. Ohoho, gib mir direkt zwei. Nee, nachher nicht. Noch. Erstmal werden alle Karten gezogen. Ja. Okay, ich hab halt. In der blauen Forelle geht alles ein bisschen schneller. Zack. Du tust gerade so, als würden wir vor Kameras spielen. Weiß nicht, in unserer privaten Runde. Wo jeder macht, was er will. Genau. Ja. Kurz habe ich diesen Film gesehen über diese McDonalds-Gründer. Da so Speedy System. Weißt du, hier, zack, nicht ja, ewig lang. Das ist doch kein McDonalds. So ist die Forelle. Da will sie hin. Also, McDonalds. Ja. Das ist eine urige, gemütliche Kneipe. Ja, genau. Und so eine du gute so Käsesuppe. Table turn. Genau. So. Eieiei. Genau. Okay. Wie viele Leute kannst du ziehen hier? So, jetzt. Aber so viele Würfel hast du zum Glück auch gar nicht. Da ist, weißt du, wie heißt jetzt deine nochmal? Ich darf noch einen nehmen. Grüne. Ja, jetzt kriegen wir aber diese Würfel. Ach so. Nee, ach, erst wenn ich dran bin, ne? Ja, ich krieg einen. Kriegst nur einen. Darfst du hier noch? Du darfst da noch ist ja noch Platz. Aber ich hab keine Dinge zu machen. Dann musst du mischen. Dann kann ich mir das. Mischen. So, aber jetzt bitte. Ich glaube, vielleicht mischst du mal für sie. Nein, die kriegt das hin. Aber das ist seine Mischtechnik. Das ist die Rocket Beans Mischtechnik. Warte mal, ich kann auch. Ich hab das nicht früher gut. Park. Okay, give it up. Hier eins letzte bitte. Okay, hier. There we go. Ja, jetzt darfst du mal weitermachen. Yes. Also, ich darf dir jetzt schon mal die zwei Würfel geben. Hier, guck. Dankeschön. Ja, jetzt hast du wirklich ich darf auch noch einen. Ich darf auch noch einen. Und ich darf auch sofort würfeln, oder? Ja. Mit Bande 1. Warum darfst du sofort würfeln? Du darfst auch sofort würfeln. Ich darf sofort. Du Arsch. Nee, deine farbigen Würfel würfelst du in dem Moment, wo du sie kriegst. Du hast jetzt wirklich alle drei. Ja. Krass. Okay. I know how the ball bounces. Und dann tun wir die hier würfeln. Ja, oh, der Würfel würfelt. Ja, der Würfel würfelt. Was habe ich denn hier gewürfelt? Kann ich das... Das ist doch totaler Blitz. Och, Katjana! Man guckt! Yes! Totaler Blitz. Yes! Exactly what I wanted! Hier gibt es wenigstens Starkbier in der Kneipe. Würfel mit der Kamera aufnehmen ist immer geil. Das ist kaum einfach. Haben wir überhaupt... Ah ja, das haben wir gemacht, ja. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir... Braucht so lange hier für die, deshalb dachte ich schon, wir sind schon wieder eins weiter, aber wir haben ja gerade schon die Bonus gemacht. Okay, dann jeder einen Würfel. Hey, okay, warte mal. Das heißt... Du darfst anfangen. Ich nehme mal hier eine gute alte 4. Ich komme überhaupt nicht vorwärts mit meiner Kneipe. Du hast auch eine ganz blöde Location. Also das ist so eine Hauptstraße ganz hinten, da kommt kein Arsch. Ich sag's dir. Da kommt kein Mensch vorbei. Theoretisch ist es ja, sitzen wir ja alle im gleichen Tal. Es ist ja die Tavernen im tiefen Tal. Also wir sitzen alle eigentlich an einem Ort. Direkt ja, aber trotzdem ist es, da hat er eine blöde Platzierung. Ja. Okay, 1, 2 oder 2? Genau, ich lieg schon mal ein bisschen weiter rüber. Zwei. Oder das ist meins hier, ja? Mhm. Ich habe aber genug Bier, ich brauche mal ein bisschen Kohle. Warte mal, habe ich das schon? Hier habe ich schon das. Warte mal. Katjana, was machst du? Keine Ahnung. Warum flüstert ihr alle auf einmal? Katjana. Ist schon Sperrstunde oder was? Ist schon Sperrstunde? Warum redet ihr auch so leise? Wollt ihr mich nicht beim Denken stören? Das finde ich sehr nett von euch. Bin ich überhaupt dran? Wie viele Würfel hast du schon noch? Das ist richtig. Ja, nein. Ah, nur Zweier. Was ist das hier? Ich muss noch den. Da gibt es aber nicht so viel Auswahl. Es sind halt zwei Vierer, weißt du? Kriegst du noch eine 4 von mir. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Ich habe eine 4. Alles richtig, jeder hat 4. Ja. Darfst du auch noch nehmen. Du hast irgendwas. Ich habe gar nichts falsch gemacht. Von mir hast du auch noch eine 4 gekriegt. Wir spielen hier
So. ASMR. Ja. Was hast du denn da? Okay. Okay. Shit. Das ist alles ganz blöd. Bei mir lief's richtig gut. Okay, warte mal. Ich will mal ein bisschen mehr Bier. So, wer ist denn jetzt eigentlich dran? Ja, ich habe auf jeden Fall fertig geplant. Ach so. Du hast die darfst du nicht vergessen. Katastrophe, ich kann wirklich einen Würfel. Noch deine Würfel. Ach ja, stimmt. Hier extra genommen habe. Siehst du, ihr habt mich reingeschwätzt, dass ich diesen Würfel nehme. Das kann ich einen gar nicht einsetzen. Wie gar nicht einsetzen? Ja, weil ich noch eine 2 kriege ich nicht unter. Haha. Drei Zweier und nur 2 Felder, wo die drauf können. Die Forelle. Oh. Forelle. Wo gibt's nochmal Geld? Ja, hier, oder? Ja, ja, ja. Okay, und was kann ich darauf tun? Kann ich da mehrere drauf tun? Nee, nur einen, aber eine beliebige Zahl. Und das ist egal, dann kriege ich nur 1. Ein Geld, ja. Und da ist es 5, da kann ich nochmal einmal gehen. Und die 4 könntest du noch bei deinem Fass zum Beispiel hinlegen. Da. Hast du alle untergebracht. Im Gegensatz zu Hunter. Der einen Würfel weniger hat. Und trotzdem nicht alle unterkriegt. Ja, ob ich irgendwie noch was anderes mache, aber es bringt nicht so richtig. Bei dir auch nicht so gut, ja? Doch, doch, ich gehe mal diese Runde auf Geld. Ja, ich sehe schon. Krass. Ja. Vergiss nicht, dass du Aufwertungen machst. Ich warte mal, ja, ich könnte mal das mal probieren. Ich könnte mal einen ganz anderen Weg einschlagen. Für 9 Geld kannst du halt schon das oder das oder das. Ach ja, stimmt. Ja, ja. Dafür gibt es ja einen Art. Nee, mach ich nicht. Okay, ich werde es nämlich auch gleich machen. Ich weiß halt nicht, inwieweit ich mir von meinen Nachbarn was sagen lassen muss. Aber ja, ich kann auch gleich Aufwertungen machen. Ja. Okay, der Neid. Der ist dran, seine Sachen abzuarbeiten. Okay, seine willkommen bei mir zu Hause. Ich glaube, ich hatte noch nie 7 Würfel. Ja, du spielst das Spiel auch nicht richtig. Ja, ich weiß. Okay, also ich mach mal hier, das sind 2, 3, 4, 5. Dann möchte ich mal schön... Nee, Bier. Bier ist für Gäste, Geld ist für ich weiß. Anderen Krämpfe. Also 5 Bier wäre hier, aber da gibt es kein 5. Ja, aber du kannst also ich habe auch noch mehr, ich habe ja auch 5. Nee, ich hab noch eins Bier mit. Hast du tatsächlich nur die 5. Oder 4. Bier ist gerade schwierig, entweder 3 oder 6. Aber du könntest den Dreiergast nehmen und dann den Rest einlagern. Ah, nee, kannst du nicht, weil du... Doch. Doch, kann ich. Die 2 dann würde ich dir... Warte mal, guck mal, ich habe dir noch einen Vorschlag. Du könntest auch zuerst, du hast hier 4... 7, 8 Geld. Ja. Du könntest für 8 Geld erstmal für 7 Geld dein Bierlager erweitern. Dann könntest du nämlich das ganze Bier eventuell auch einlagern, um dir nachher einen teuren Gast mit Bier zu kaufen. Ja. Also würdest du erst das Geld abarbeiten. Das mache ich. 6 Geld plus 1. So. 7? Ja. 4, 6, 7, genau. Dann drehst du das um. Die 2 Bier darfst du natürlich behalten, die du gerade hattest. Genau, so. Das bleibt dahin. Und jetzt klappt es vielleicht. Jetzt hast du nämlich immer noch diese 3 Bier. 3, 4, 5 Bier, ja. Aber das bringt ja nichts, genau. Du kannst entweder für 3 einen Dreiergast kaufen oder du lagerst die 3 Bier ein. Du kriegst für die Aufwertung gleich noch einen Adligen, ja. Okay. Ich tue mal einfach mal. Ich finde es auch nicht schlecht, ja. Also diese Dreiergäste, klar, nett, aber zu viele auch nicht gut. Und du hast jetzt ein großes Lager, dann kannst du dir nachher aber ich einen so viele teuren Gast kaufen. Aber okay. Ja, klar, ich habe mir gerade gekauft. Also, ich tue die 3 hier rein. Das heißt, ich habe 5 hier. 5 Bier. Ja. Mhm. Volles Bierlager. Und dann habe ich noch, genau. Und nicht vergessen, für deine Aufwertung, ja, das erste Mal, dass das passiert, eine Aufwertung, das vergisst man gerne mal, kriegt man einen Adligen, der kommt dann natürlich super. Auch auf deinen Nachziehstab. Aber nur und für die erste Aufwertung oder immer, wenn man... Für jede Aufwertung. Also, ist es eigentlich total dumm, am Anfang... nicht aufzuwerten und sich einfach nur einen Adeling zu Aufwertung bedeutet umdrehen. Naja, also ich meine, du kannst natürlich wenn du jetzt halt wirklich viel Bier produzierst, weil du dir viele solche Karten gekauft hast und so, dann sind natürlich mit 18 Bier dir in einem Zug mit 18 Bier 3 Adlige zu holen und mit deinem Geld eine Aufwertung zu machen und mit der auch nochmal einen 4. Adligen zu bekommen, das wäre so der perfekte Zug. 4 Adlige in einer Runde. Okay, ja, okay, Beispiel. Aber... Das den Mönchschritt nicht vergessen, genau, ganz genau. Der goldene Löwe geht hier noch einen Schritt auf der Mönchsleiste. So, der goldene Löwe macht jetzt die blaue Forelle zu. Hat auch überlegt, ob ich aufwerten soll, hat mich aber dann dagegen entschieden. Ich werde es tatsächlich mit den 6 Geld, die hier mir dieser wunderbare Gast bringt, tatsächlich doch eher einen Bierlieferanten machen. Und dieses eine Geld, das lagere ich ein. Bier? Bier. Gäste mit Bier. Dann habe ich noch 3 Bier.
Gäste wollen die drei Bier, hole ich mir tatsächlich doch noch einen Dreier-Gast. Ja, ich habe hier zwei Mönchschritte mit zwei Fünfern. Eins, zwei. Dann bekomme ich hier einen Tellerwäscher. Was habe ich noch? Ich habe hier vier Geld und hier zwei Geld sind sechs Geld. Und für dieses sechs Geld werde ich jetzt tatsächlich... Kannst nicht, oder? Mit dem werde ich gar nichts machen. Jetzt bin ich dann doch verlockt. Wenn doch so ein Bierhändler. Ich hoffe, mir doch so ein Bierhändler. Ich wollte eigentlich das aufwerten, aber jetzt habe ich diesen Bierhändler gesehen. Der hat mich auch der so angelacht. Schon, ja. Na gut. Und dann habe ich hier aber noch zwei Bier und hier ist ein drittes Bier. Das heißt, ich werde mir jetzt auch mal einen Dreiergast wenigstens holen. Damit muss ich das aber... Nee. Eins, zwei, drei. Das Gespeicherte bleibt. Sorry. Alles klar. Das war es jetzt aber tatsächlich auch bei mir. Also, ich habe 10, also ich kann mir hier 10 Geld ziehen. Ja. Und wenn ich jetzt hier uplevel, dann kriege ich auch einen Adling, ne? Mhm. Also genau, deswegen level ich ab und kann ich dann, kriege ich dann schon 2 Bier? Ja. Geil. Das ist ja nur geil. Also das heißt, ich tausche die hier um gegen 10 Bier. 10 Geld. 10 Geld. 10 Geld, sorry. So. Und level das hier ab. Hausbräu Deluxe. Mhm. Ich komme da immer kriege, große raus. Jetzt kriege ich nämlich immer große, genau, kriege einen Adling. Ein Geld bleibt übrig, das darfst du einlagern. Das kostet genau. Hat nur 9 gekostet. Und genau. Du kriegst einen Adligen. Und noch 2 Bier. Und dann löse ich noch den hier ein, kriege dann noch 2 Bier. 3 Bier. Und damit mache ich... Damit kannst du nur so einholen. Genau, deswegen... Oder du lagerst ein, wird aber ein Bier verfallen. Ja, schwierig, aber Punkt ist ein Punkt, sag ich mal. Deswegen nehme ich genau diesen. Die sind auch begrenzt, irgendwann sind die Dreiergäste eh weg. Okay, sehr gut. Das habe ich dann auch eingelöst und ich habe hier noch den hier. Das heißt, ich ziehe da oben einen weiter. Für grün. Grün. Ah, dann kriegst du noch den Zwerg. Und du so. Kannst auch, was willst du mit dem? Ja, genau, ihr beide habt jeweils noch so einen Bargast nicht vergessen. Aber den muss ich doch nicht einsetzen. Musst du nicht? Ich wollte es nur erwähnen, dass ihr also den noch bei euch rumhängen habt. Ah ja, aber genau, aber wenn ich den spiele, ist er weg. Ja. Genau. Ja, nee, da, dann lasse ich den noch kurz bei mir, den Bargast. Sehr gut, so sehr gut. Bin. Wir sind schon fast bei der Hälfte. Oh, tatsächlich, wir haben, was hier gerade bemerkt wurde, wir haben irgendwo uns einen Gast unterschlagen, weil wir hier eigentlich ach tatsächlich so, einen mehr in der Auslage haben. Ja, am Anfang hat es gestimmt, irgendwann haben wir, glaube ich, einen ja, mehr jetzt, gekauft. Ach, jetzt, ja, jetzt. Ach, jetzt. Ja, aber jetzt war noch mal. Okay, nochmal. Okay, eine Runde und dann machen wir mal kurz das Zwischenfazit, ja, aber genau. Die vierte wagen wir noch. Runde das heißt, noch, da dann war auch jeder einmal Startspieler. Abschlussgast. Kriegst du den Bierkrug, Hunter? Ja, ich krieg den Bierdruck, genau. Dann schläge ich mal mit der anderen Seite hin, so. Ah, und man kann auch nur maximal 3. Und die Karten werden wieder... Genau, die Karten kommen wieder auf den Ablagestapel und wir können... Den Tisch, okay. Hm. So. Wieder neu aufdecken. Hm. So. Sehr gut. Sehr gut, und jetzt müsste doch... Achso, der kommt ja gar nicht mehr. Ein Adeliger kommen. Ach ne, ich habe doch nicht aufgewertet. Oh. Okay. Na gut, so ist es halt. So ist es. Ich krieg einen Würfel, weil ich eine hab. Hat noch jemand Würfel? Ja. Nee. Ach nee, ich kann nur nix umtauschen. Hab ich. Ja, Entschuldigung. Nur du hast eine Kellnerin. Jedes Mal würfel ich nur so komische Vier an die. Eine dauerhafte Kellnerin hätte man da auch sich schon lange mal besorgen sollen. Gut, ja. Na gut, dann werfen wir die neutralen Würfel alle. Hier fehlt irgendwie was. Hier. Oh. Was ist das denn? Okay. Also wenn wir Kniffel spielen, wäre es mega. Ja. Das sind eure Würfel? Niemand hat eine 3 gewürfelt. Niemand. Okay, dann muss ich mir auch keine... Aber ihr habt ja ich habe einen 1. Tellerwäscher, ja. Dann eine 2 kriege ich, glaube ich, schon ab. Ja. Oh, okay. Mann. Ich nehme eine 6. Achso, ich bin gar nicht dran. Hunter ist. Jeder hat schon einen, alles klar. Hier werde ich jetzt eine 2 nehmen. Achso, noch kann ich hinlegen. Das braucht eine 5, ja. Das ist das.
Ich mach den und drehe ich den jetzt schon um, wenn ich den... Nee, erstmal noch gar nicht hinlegen. Okay. Du planst jetzt schon. Hm. Kannst du natürlich... Von mir aus auch. Manometer. Hier ist beliebig. Den hier? Mhm. Oh, oh, warte mal. Was krieg ich? Eine 5 von dir. Oder warte. Oh. Ach, Quatsch. So scheiße. Da! Okay. Du hättest ruhig die 4 nehmen können. Ich giere nach deiner 5, Hunter. Gib mir deine 5. Okay, ich habe nur 4 Würfel. Das ist irgendwie alles so... Das ist nicht gut. Na gut, die wollen trinken. Und ich will ein bisschen Bier, aber das ist doch alles... Achso, ne, den kann ich ja mit dem Tellerwäscher zu einer 3 machen. So. Traurig. 3, 5. Für 5 kann ich nichts aufwerten. Ja. Dann wollen die mir noch mehr Geld holen. Okay. Ja. Ja, leider. Ich werde tatsächlich den wegschmeißen hier. Das war nicht die ergiebigste Runde für mich. Um mir diesen einen Punkt, glaube ich, wenigstens auch mal so einen Zwerg kriege ich nur ihr. Dann habe ich, ja, Bier habe ich 5. Fünf? So schlecht. Ja, dann nehme ich mir tatsächlich den 5er hier. Das Bier, ja? Ja, fürs Bier. Was ist das nochmal? Welches? Ah, das hast du gerade genommen. Ja, dann jetzt wieder aufdecken, nicht, dass wir es wieder vergessen, dass 5 immer da sind. Das war mein Bier, mein komplettes Bier. Und dann habe ich nur noch 3 Geld und 1 in der Schatulle. Wären 4. Klingt trotzdem alles ziemlich gut. Dann nehme ich jetzt mal, weil ich so viel Pech bei dir ist auch nicht so geil, gell? Und du hast halt dein aufgewertetes Fasser jetzt. Dann quasi Hausbräu Deluxe. Okay. Mhm. Ja, bei mir, ja, ich habe hier tatsächlich 2 Bier plus 1 Bier im Lager macht 3 Bier. Die gebe ich einfach alle aus und hole mir jetzt tatsächlich doch nochmal ein. Gast. Und hier habe ich 1 Geld plus 3 sind 4 plus 2 sind 6 Geld und für 6 Geld tue ich jetzt endlich auch mal was aufwerten. Und zwar hier mein Tresor. Und weil ich was aufwerte, bekomme ich einen Adligen. Ich habe hier... Ja. Ah ja, Entschuldigung. Und dann gebe ich noch die beiden Mönche ab. Ich habe selber ganz vergessen. Die beiden Mönche ab, beide mit... die beiden Gäste ab, beide mit der Mönchseite. Und gehe dafür hier 2 Schritte und bekomme... Ach shit, auch noch einen Adligen. Ja, das ist natürlich smart. Was bekommt man da hinten oben? Hier? Da darfst du einen Gast entsorgen. Da könntest du jetzt so einen schlechten Anfangsgast. Weißt, am Anfang hat man nur diese 2er und 1er. Könnte man raushauen. Die Adligen sind auch geizig, wie du siehst. Ja. Zahlen wenig Geld, bringen viel Prestige mit, aber richtig reinhauen tun die auch nicht. Verarmt die einfach mal stimmt, einmal die Karte für den, rauf für den und runter. Sieg am Ende also? Sind sie auch überhaupt nicht entscheidend. Ne? also ich löse hier mal das Bier ein und ich habe... Dreh den hier ein, werte den einen hoch, dann habe ich insgesamt... Das habe ich übrigens hier auch gemacht, außer 2. Dann habe ich hier 3 Bier, plus 2 sind 5, plus 1 sind 6 Bier und davon kaufe ich... Also entweder hier, wo der sehr richtig viel Geld macht, der bringt halt sofort nochmal einen Zwerg. Aber der ist halt 4 Siegpunkte. Ja, genau. Und ich gehe auf Siegpunkte und deswegen kaufe ich mir diese Karte, lege sie hier drauf... die tue ich runter und jetzt bin ich kurz noch im Überlegen, ob ich auch noch 2 nach vorne gehe. Und also ich würde gerne noch, bevor das Spiel endet, auch auf diesen ersten Adligen kommen. Deswegen spiele ich die 2-mal. Du kannst natürlich den hier raushauen. Ja. Der ist jetzt. Und hau den raus, ja. Wo kommen die hin? Das heißt, du gehst, damit die Leute auch verstehen, mit diesen, er hat auch seine 2 Gäste abgegeben und geht hier 2 Schritte auf der Leiste und das Feld hier erlaubt einem einen Gast, den man gerade nicht bedient hat, aus der Kneipe einfach zu entfernen, weil er sich irgendwie kälterte und an den Popo geklopft hat nichts oder bestellt. Komischen Spruch abgelassen hat. Genau. Okay, also ich habe hier noch 5. Das, wenn ich das richtig... 5 ist einfach 2 Geld. 2 Geld. In der Kasse hast du auch noch ein Geld. Nee, da habe ich nichts. Hier. Ah ja, da meinst du. Mhm. Genau, 3 Geld, da kannst du dir... Entschuldigung, das habe ich 3 Geld. Aber die 3 hättest du auch hier hinlegen können. Wollte ich nochmal sagen. Nee, das war eine 2. Achso. Ah, ja. Verstehe. Aber trotzdem.
Achso, Fernet, ja, achso, der 2, ja. Jetzt lag er der 3 auf der 2, ja. Jetzt war ich kurz verwirrt. Ja. Drei Geld. Ja, ja. Genau, drei Geld. Tellerwäsche oder Zwerg Geld. Oder Einlage und dann würde aber ein Geld verfallen. Genau. Tellerwäsche. Aber kann ich kann ich ein Geld Tellerwäsche? Zwei. Du könntest auch den Zwerg kaufen und ein Geld einsparen, zum Beispiel. Einlagern. Ja. Einlagern, ja. Das geht. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Ist es nicht erlaubt? So ein bisschen aber Memory. Aber ich weiß doch, was meine letzte... Ich wollte nur... Okay. Was kann man mit 6 Bier? Mit 6 Bier kannst gibt's du dir... Hier, genau. Der hier zum Beispiel, der gibt zwar das die Physikpunkte, aber dafür sofort Bier, eine neue Karte. Aber habe ich nicht... Ich dachte, ich hätte 7 Bier, aber das habe ich mit Geld verwechselt. Nee, nein. Das hier 5 plus 1. Okay. Oder dann, du kaufst dir halt nur für 4 ein. Das gibt 2 Punkte. Ja, das ist besser als das. Dann hast du noch Bier übrig. Naja, so ein extra Zwerg ist auch nicht schlecht im Deck. Da würde ich außer Acht lassen hier. Ne? Was macht der Zwerg nochmal? Ach, er bringt immer ein Bier. Ja, ein Bier, ne? Ah, nee, das ist sogar... Oh, das ist sogar der hier. Plus Bier. Oh. Ja, danke, Regie. Weil da ein Plus steht, das ist... Richtig. Daran muss man sich, finde ich, bei dem Spiel ein bisschen gewöhnen, dass man das... Aber das ist ja Plus-Bier, nicht einfach Bier. Anderes als Bier. Mhm. Genau, hier ist der Unterschied, ne? Bier plus Bier. Also du kriegst eigentlich ein Siegpunkt plus 2 Siegpunkte. Genau. Das okay, dann mache ich das. Siegpunkte. Ja. Okay, ja. Also, das heißt, ich nehme das. Dann und haben die Karte dann auch, oder? Ja. Ja. Die kommt ja, dann in dein Deck. Das heißt, es hat 6 Bier gekostet. Das bedeutet, dein Lager ist dann auch wieder auf 0. Genau. Dein ganzes Lager plus das Bier aus dem Fass waren die 6 Bier. Genau. Und dann hast du noch einen Schritt auf deiner Mönchsleiste. Das mache ich mal für dich, weil das passiert dir auf jeden Fall. Oh, da kriegst du ja auch wieder was. Da kriegst du nämlich einen Tellerwäscher geschenkt. Super. Und dann... Genau, das war's dann, oder? Jetzt habe ich noch Geld. Hast du immer noch die Situation von vorher? Ja, genau. Ich mache jetzt mal 2 hier rein. Ich mache es einfach rein. Und verfällt. Lässt er eins verfallen. Ja. Okay. Gut. Also hier ist übrigens eins gekommen mit 8 Bier. Ich wollte es nochmal schon mal sagen hier. Gibt auch eine Karte zusätzlich. Eine Kellnerin. Mhm. Nicht schlecht. Ja, das war allerdings schon die 4. Runde. Jetzt machen wir mal einen kleinen Break und schnaufen mal einmal. Bist du nicht dran? Nee, du das war angefangen. Quasi mein Zug. Jetzt geht's wieder von vorne los. Das heißt, jeder ist zweimal Startspieler. Halbzeit. Dann ist schon vorbei. Kurze Halbzeit und dann geht's weiter. Ja, mir gehört ja die Kneipe zum grünen Klee. Und ich möchte mich jetzt nicht über den Klee loben, aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Strategie bisher verfolgt und zwar setze ich total auf Siegpunkte von Anfang an. Nicht erst groß auf Bier oder dass man irgendwie viel Bier bekommt. Direkt Siegpunkte. Ich habe mir schon den ersten Adeling gesichert. Ich habe mir einen anderen sehr guten Gast, der mir, glaube ich, 4 oder 6 Siegpunkte direkt bringt, gesichert. Und ja, weiter jetzt. Siegpunkte, Siegpunkte, Siegpunkte. Nichts anderes zählt. Powerplay. Und dann wird das schon. Hey Leute, ihr kennt mich. Ich bin die Goldene Löwin. Ich bin die Besitzerin vom Goldenen Löwen. Und ich sag's, wie es ist. Es sieht nicht besonders gut aus für mich gerade. Wir haben ein paar Probleme. Öfters kommen Kellnerinnen und dann sagen sie wieder ab, unsere Tische sind irgendwie kaputt, wir haben anscheinend sehr viele große Ratten und die Katzen und die Hunde, die nehmen sie nicht weg. Also sieht gerade sehr schwierig aus, ich bin sehr dankbar, meine anderen Kollegen von nebenan, von Fischlokal und ich weiß nicht, wie die alle heißen, die sind mir gerade sehr am Aushelfen, worauf ich sehr dankbar bin. Aber ich hoffe, wir kriegen den Schwung nach oben und werden mit ganz viel Geld und ganz viel Bier aus den nächsten 2 Runden kommen. Ciao. Mein Plan war es eigentlich, diesen Mönch, diesen Dauergast, der da von morgens bis abends in meiner Kneipe an der Theke hängt, ganz früh aufzuwerten, um dann immer die doppelten Mönchschritte zu machen. Und ich weiß wirklich nicht, warum ich das nicht getan habe. Es ist natürlich auch recht teuer, mit diesem 12 Geld den Mönch aufzuwerten, aber dann hätte ich immer zweifache Mönchschritte machen können. Und wie man sieht, ich bin ja jetzt schon am weitesten. Ich bin schon beim ersten Adling auf der Mönchsleiste. Wenn ich all diese Schritte doppelt gelaufen wäre, all diese Fünfer, die ich da hingelegt habe, das war wirklich Perlen vor die Säue werfen. Ich glaube, wenn man wirklich viel auf diese Fünfer spielt, dann muss man auch mit dem Gedanken, liebe Äuglein, diesen Mönch aufzuwerten. So habe ich das Gefühl, so einige wirklich effiziente Runden gehabt zu haben und muss mir jetzt für die zweite Hälfte des Spiels vornehmen, wirklich noch jede Menge aufzuwerten von diesen
Bereichen, die ich mir irgendwie leisten kann, um so halt wenigstens noch an ein paar Artige ranzukommen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Deck hier im tiefen Tal habe, mit denen ich an diese 9, 14, 18 Bier oder was es sind, rankomme, um mir so Adlige zu besorgen. Ich hoffe natürlich, da kann ich mir auch noch vielleicht einen oder so holen, aber ich glaube, ich muss jetzt eher versuchen, in jeder zweiten Runde oder eigentlich in jeder Runde irgendwie nochmal irgendwas aufzuwerten. Halbzeit in den Tavernen im tiefen Tal. Ja, ich muss sagen, ich mag das Spiel ja wirklich gerne. Das Einzige, was bei dem Spiel typisch ist, ist, dass man nicht so richtig weiß, wo man eigentlich steht. Ich kann auch jetzt nicht genau sagen. Ich würde sagen, es läuft nicht Bombe bei mir. Ich hatte eigentlich auch den Plan, relativ früh aufzuwerten. Das hat nicht so richtig hingehauen. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist halt echt viel Geld und ich tendiere dann doch immer ein bisschen mehr dazu, mein Deck zu verbessern. Das ist vielleicht ein Fehler. Das kann ich schwer einschätzen. Aber noch schwerer einschätzen kann ich, wie gesagt, wo ich stehe. Ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie in Front liege. Aber ich denke, es ist auch noch alles drin. Ja, da sind wir wieder im tiefen Tal und weiter geht's mit der zweiten Phase des fröhlichen Tavernenbetriebs. Ja. Ich habe mir noch einiges vorgenommen für die vier Runden. Ja, die mal gucken, ob es klappt. Ich habe hier wieder zeigen, den Bierkrug und jetzt gibt es erstmal wieder coole Belohnungen. Jeder bekommt erstmal aufräumen, habt ihr recht. Coole Belohnungen ist gut. Ich habe mich mal wieder zu weit aus dem Fenster gelehnt in meiner Zwischenansage. Das ist gut, dass du jetzt unter dem Druck, den du dir selbst gesetzt hast, leidest. Trotzdem bekommt jetzt jeder einen Tisch oder tatsächlich sogar so einen Bierlieferanten. Heieiei. Das ist eine schwierige irgendwie Entscheidung. Glaub ich nehme jetzt einfach auch das hier. Ich nehme auch einen Bierlieferanten. Weil, weißt du, die Tische... Ja, aber je mehr Tische... Ich kriege da immer nur Zweierer und so. Ja. Nimmst du auch so einen? Alles klar. Ja, egal. Dann befüllen wir mal wieder den Laden. Ja. Natürlich erstmal der Lieferant. Wäre ja auch seltsam, wenn nicht. Ja. Adlig kommt zu Adligen. Das ist so wunderbar. Das zwei Adlige an einem Tisch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weibi, okay, jetzt nur nicht gleich den dritten. Am besten noch eine Kellnerin, wäre geil. Shit. Ah. Yes. Aber trotzdem so viel Bier. Wir haben alle. Ich dachte, es ist nicht optimal. Kann eh nichts dran ändern. Hab eh keinen Thekengast mehr. Na gut. Ja, hat jemand eine Kellnerin? Nope. Ne, alle so dünn aufgestellt mit Personal in dieser Runde. Mhm. Okay. Yes. Oh. Ich sag das einfach immer. Okay, ich verstehe. Oh, was heißt denn diese 6 da oben nochmal? Das ist Bier. Scheiße. Das hat die gekostet. Das bringt ja, also es ist einfach nur eine 3, brauchst du dafür, eine 3. Aber am Ende bringt sie dir nur einen Punkt. Und da geht nur die... Das ist einfach plus 1, du kannst zwei Würfel hier, eins höher drehen. Genau, also wenn ich, super. Also du kannst quasi die Zweier zu einem Dreier machen. Genau. Ja, ich nehme eine 5. Du musst noch. Ja, ich nehme auch eine 5. Wieso jetzt schon einen zweiten? Ne, den ersten. Jetzt erstmal weiterschieben. Das war noch der erste, hier. Jetzt nehme ich eine 3. Okay. Ja? Zack, okay. Dann nehme ich jetzt die 2, richtig? Richtig? Ja, richtig. Kann ich eigentlich auch nochmal, ist das regeltechnisch erlaubt, die Würfel zwischendurch woanders? Ja, du tust sie ja eigentlich jetzt eh noch nicht hinlegen. Ah, okay, ist ja nur Planen, ne? Ist ja nur eine Planungsphase. Eigentlich sammelst du jetzt nur die Würfel und dann planst du dann. Selbst das Planen wäre nicht in blutigen Stein gemeißelt. Wenn du da merkst, ach, ich habe ich hab noch keinen hier. Warum? Ja, stimmt schon. Wir kriegen nur 4 Würfel diesmal. Gotcha. Das ist eine Katastrophe. Ich habe wieder die falsche Karte genommen. Die 4 nicht vergessen, die du hier noch hast? Ich hätte wieder lieber den Tisch nehmen. Okay. Ja. Na gut. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich eigentlich machen würde. Ja, bei mir ist auch. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das zusammenbekomme. 3, 5. Ich muss. Ach, Mann. Das ist doch verrückt, wer das. Das sind auch 4 Siegpunkte. Das ist Bier, das ist Geld. Das ist Geld sparen einfach. Das ist Geld. Du wertest jetzt als erstes aus, ne? Ja, ich bin nur total unzufrieden. Ich hab so viel Bier. Hat es überhaupt nicht geklappt. Jetzt habe ich so viel Bier da liegen und mache nichts damit. Ja, was soll ich tun?
hilft ja nichts. Ich habe einfach weder eine Tellerwäsche, ich bin meinem Schicksal hilflos ausgeliefert und hole jetzt einfach Geld. Und wenn ich sage, das ist auch ein Geld zu wenig. Tja. Was jetzt noch passieren wird. Ja. Ich bin startklar. Ich weiß nicht, warum ihr so lange braucht hier. Ja, ich weiß auch nicht. Okay. Ja, ich, es liegt an mir. Aber gut, ich bin fertig. Okay. Let's go. Das sind 6 Geld. Hei, hei, hei. 6 Geld. Aber 5 Geld könnte ich sogar einlagern, gell? 6 Geld. Ich nehme trotzdem, soll ich jetzt noch einen Tisch? Ja, es sind schon noch ein paar Runden. Ich nehme jetzt ein Geld, spare ich und kaufe mir einen Tisch für 5 Geld. Und jetzt habe ich hier noch einen Schritt auf 205, ist auch egal. Einen Schritt hier. Nee, falsch. Hier. Puck, wollte schon wieder mit dem Löwen laufen. Und das ganze Bier ist einfach angekarrt und in den Abfluss geschüttet worden. Also, ich habe hier... Wo es dann bei dir aus dem Zapfhahn kommt. Genau. Ich denke nicht. Ich habe hier einmal Bier. Das muss ich jetzt mal plus eins, also 3 Bier. Mhm. Plus 2 Bier. 5 Bier. Sind 5 Bier. 2 Würfel. Mit. Aber die Gäste sind gerade sehr teuer. Hier gibt es einen für 4. Da gibt es einen für 4. Ich habe auch nichts im Vorrat. Aber was bleibt mir anderes übrig als das... Mhm. Mal, bevor du es wegschüttest. Bevor ich es wegschütte, nehme ich diese Karte hier. Bleibt dir noch ein Bier übrig. Genau. Zack. Zack. So. Jetzt kann ich hier noch einen vorwärts setzen. Mhm. Du bist grün immer noch. Genau, einen vorwärts. Und hier ist noch einmal Geld. Dann hätte ich theoretisch 2. Dann nehme ich hier noch diesen Kollegen hier mit. Mhm. Setze hier wieder auf 0. Mhm. Vollkommen richtig. Okay, meine lieben Damen und Herren. Goldene Löwe hat eröffnet. Was ich zuerst machen werde, hoffentlich ist das alles richtig. Ich habe hier, nehme ich das mal rein, und hier habe ich 5 Geld. Mhm. Dann habe ich hier noch 2 übrig. 5, 6, 7 Geld. Damit kaufe ich das hier. Kann ich das richtig machen? Du kannst 6 Geld kosten, genau. Da hast du noch ein Geld. Und da habe ich noch einen übrig. Und du kriegst wieder einen Adligen. Und ich krieg einen Adligen hier. Genau. Sehr schön. Jetzt, was ich noch mache, ist, ich jetzt hat es, ja. Will gerne 5. Ich gehe jetzt hoch mit dem und kann ich dann mit dem zweimal der gehen. Der ist quasi mit deinem hier mit deiner Abwascherin. Mhm. Also genau, ja, ja. 2 richtig. Schritte dann gehen. Genau. Ja. 2 Schritte, damit kriege ich nämlich noch einen. Noch einen. Nee, das bin ich. Jedes Mal die erste. Ja. Und jetzt kriege ich noch eine. Und du musst aber deinen Herrn hier natürlich abgeben. Abgeben? Ja, ja, ja. Das ist zweimal, ja. Jetzt habe ich. Okay. Hast du immer noch Bier? Ich weiß, das habe ich aber schon mal hier abgegeben, ja. Da. Dann habe ich auch nochmal diese Abwertung, das ist irrelevant. Jetzt habe ich noch 3 Bier und die... Kannst jetzt natürlich auch gut sparen, weil da gäbe es immer noch nur diese nicht ganz so punkteträchtigen Einser. Nee, die spare ich ein und dann habe ich hier, voilà, 3. Ah, ja, wieder, danke. Ja, das jedes Mal, das ist irgendwie so ein bisschen... Warte mal, hätte ich da was anderes? Warte mal. 4 Bier. Ja, aber nope, den willst da habe ich trotzdem nicht genug. Nicht, oder? Nee. Ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen verstanden. Ja. Also kann es sein, dass du die weltbeste Taverne im tiefen Tal Spielerin Deutschlands bist? Abwarten. Hoffentlich bin ich wenigstens vorletzter. Ich habe tatsächlich einen Move, den ich so noch nie gemacht habe. Das ist nämlich, wenn ich sicher, ob es überhaupt geht. Könnte du ich zauberst jetzt. Jetzt pass mal auf. Könnt ihr die blaue Forelle die beiden wegschmeißen und 6 Geld bezahlen, um die Aufwertung zu machen? Ja. Das heißt aber zuerst mache ich, aber das kann ich trotzdem zuerst die 3 Bier einsacken? Ja, ist da, ja. Okay, also ich krieg 3 Bier, dann nehme ich jetzt natürlich, weil ich kann es schlecht einlagern, leider. Ich habe nicht so dicke Bierhallen wie ihr. Mhm. Und jetzt schmeiße ich die beiden einfach weg. Aber komplett raus. Aber zack. Wieso ging das? Weil ich hier dann krieg zweimal Rabatt. Also, ne? Aber Karte, er schmeißt halt auch 4 Siegpunkte gerade weg. 4 Siegpunkte weg. Peng. Warum machst du das? Weil ich hier zweimal Rabatt krieg, das heißt, es kostet mich... nur noch 6. Richtig. 2x 6 Rabatt, 12 Rabatt, 12 minus 8, 18 minus 12, 6. Und die 6 Geld habe ich hier noch. Ach so. Zack. Mhm. Und dann mache ich auch eine Aufwertung und kriege auch einen Adligen und habe jetzt immer 2 Bier für eine jede. Aber auch 2 Lieferanten gefeuert. Auch 2 Lieferanten einfach gefeuert. Die haben nicht, die waren
Naja. Genau. Ich weiß nicht. Aber ansonsten. Ja, sehr gut. Also, genau. So könnte man. Okay. Mhm, gut. Kannst du Tisch. Aber ja, okay, das war schon wieder. Das war schon wieder. Hier, jetzt bist du nur der Startspieler. Wir räumen wieder unsere Kneipe auf. Wir räumen unsere Kneipe auf. Hier ist das. Und hoffen, dass das jetzt alles ganz, ganz toll wird. Wir kriegen schon wieder so einen Barkast. Ja, den zum letzten Mal so einen Joker-Gast. Ah, es sind nur noch 3 Runden. Das ist so. Wenig Zeit, um noch so viel zu machen. Kann ich den vor meinem Zug jetzt schon benutzen? Muss ich mal. Ich frage mal. Stimme im Himmel. Kann ich den jetzt benutzen? Alles klar, dann werde ich das gleich tun. Aber du willst gleich irgendwas kriegen, oder? Zack, dann kriege ich nämlich für diese Runde noch eine Kellnerin an Bord. Ach was. Wunderbar. Ach was. Ja, wenn ich den, stell mir vor, ich hätte den Mönch aufgewertet und das wären alles Zweifachschritte. Ich hätte schon 3 Adlige und... Also. Ihr hättet alle Schnappatmung. Also, ich decke jetzt auf, oder? Jetzt geht's los. Wir decken auf, ja. Achso, ich hätte... Das ist doch nicht zu fassen. Tisch, wunderbar, sehr gut, gut, gut. Noch ein Tisch. Oh, jetzt geht's ab. Das wird meine Runde. Nee. Runde des Jahres wird das. Oh, noch eine Kellnerin! Noch kein Gast und es ist schon 2 Personal da. Ja. Und jetzt dieser Opa. Ich glaube, hier. Ich schmeiß den weg und mach nochmal. Das ist mir nix. Wohl, du hast eine gute Runde. Ja, ich gönn dir ja was. Ist das hier, ich sag auch, ich sag mal, komm, so, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, ja. Das stimmt. Diese blöde Mönchsleiste, das ist was für Frömmlinge. Ja, genau. Das ist doch nix. Ha, hier so. Den ältesten Stammgast in deinem Laden beleidigen. Ja. Okay, ganz kurz. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, den wegzuwerfen und komplett neu. Dann würdest du quasi abräumen, als wäre die Runde vorbei und komplett das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Das ist mir zu bunt, das ist mir zu schlecht hier. Nicht. War das jetzt besser oder nicht? Keine Ahnung. Genau. Und die lege ich jetzt weg. Ich habe das Gefühl, jeder redet mit sich selbst. Also ich rede jetzt auch mit mir selbst. So ist es, wenn man lange genug aus, wird. Ne? Wer nicht wird, wird, wird. Ich habe mal von... So, Alan Zack. Dick. Wie heißt denn der nochmal? Tim Allen. Tim Allen. Kennt ihr den? Ja klar, Tea Time. Der heißt, der hieß ja eigentlich Tim Allen Dick. Dick war sein Nachname und den fand er nicht so gut und deswegen heißt er eigentlich, sind es 2 Vornamen von ihm. Ich habe sehr viele Fun Facts über Tim Allen Dick. Und er hat mal gesagt, Comedy. Puns are the lowest form of comedy. Ja. So, Würfel, achso, ich krieg diesmal 2 Kellner. Ich habe auch 2. Oh. Endlich passiert mal was. 3. Das ist doch alles Quatsch. Okay. Ah, die Kellnerin, die arbeiten nicht so, wie ich ihnen sage. Und jetzt sage. Müssen wir die hier wieder nehmen. Oh Gott. Aber wohl, der gehört noch mir hier. Okay, bei dir geht's dann los. Du kannst gleich was schnappen. Das heißt, ich habe die, sind ja übereinander. Zack. Okay. Zack. Ist das... Hier, warte mal, das ist... Dann nehme ich wohl das. Ups, hab dein Bier umgeschmissen. Ich kauf dir neues. Hier nehme ich auf jeden Fall eine 4. Egal, was ihr macht. Was soll ich machen? Dann nehme ich das hier. Ja, weil die liegen so übereinander. Genau, die sind... die setzen sich wirklich Schoß auf Schoß. Muss ich dir vorstellen. Ja, dann nehme ich noch eine 3. Dabei wäre es besser gewesen, dann hättest du die 2 genommen. Was mache ich denn jetzt? Was macht die nochmal? Die einfach ein Bier. Noch extra. Mhm. Ja, und das ist egal, ob es eine 1 oder eine 6 ist, oder? Mhm. Gut. Du hast 1 Million Geld. Ich habe jetzt 1 Million Geld, ja, aber 0 Bier. Dafür habe ich 1 Million Bier und 0 Geld. Vielleicht sollten wir unsere Rivalität beiseite legen und so einen Fisch und Chips-Laden aufmachen. Ja, genau, du meinst so zum blauen Stier und zum roten Forelle. Ja, zur roten Forelle, zum blauen Stier. Franchise. Ich hol's einfach extrem viel Geld. Ich hol einfach jetzt, mir ist egal, ich hol's einfach extrem viel Bier und hol mir einfach Adlige. Ist egal. Okay. Jetzt wird ausgewertet, oder? Das gibt's ja nicht. Gleich, ja. Ah, also sorry, ich hab euch noch. Das ist doch nicht zu fassen. Es fehlt mir trotzdem ein Bier. Für den richtigen Mann, das gibt's ja nicht. Das ist das Bier, ja? Bier? Ja. Okay.
Ach, shit, ey. Ich hab wirklich den Mund viel zu voll genommen, ey. Jetzt läuft's gar nicht mehr bei mir. Das höre ich gerne. Und hier habe ich auch nur zwei, ja? Genau, ja? Das, die liegen quasi, ja. Die legst du dir eigentlich. Genau, ja. Zack. So. Alle geplant. Ich bin fertig. Sieht gut aus. Dann. Okay. Schmiede dein Schicksal. Ich löse ein 3, 2, 1, 6 Geld. Taler. Damit entwickle ich das hier weiter. Dafür kriegst du einen Adligen. Dafür kriege ich einen Adligen. Und hier habe ich noch 2 Bier plus 1 Bier sind 3 Bier. Und ich kaufe mir noch hier einen. Nein, das ist mit Geld. Ah, ach, jetzt, Mann, ich verwechsel es immer. Du kannst den letzten Dreiergast kaufen, wenn du möchtest. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, das wollte ich doch auch machen. Das wollte ich doch machen. Zack, Dreier gibt es jetzt nicht mehr. Ja. Sollte man seine Kneipe langsam... Okay, ich bin dran. Ja. Okay, zuerst mal mache ich hier mal dieses Bier. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind ja pro Würfel 2. 2, 4. 4, genau. Ach so. Plus 3. Ja, und ich habe 1 zu viel. Das heißt... Genau, der kommt eigentlich rüber. Genau, also wir haben jetzt 4, 5, 6, 7, 8. Aber ich will nur 7. Bier gibt's nicht. Doch. Achter gibt's auch. Achter, aber ich will den 7er. Okay. Weil das ja mehr Punkte sind. Dann hast du noch ein Bier übrig. Genau, das war mein Plan. So, jetzt habe ich das hier. Das alles weg. Da war Sofort-Effekt drauf, den darfst du nicht vergessen. Den du gerade gekauft hast. Der Gast. 4 Geld. 4 Geld. Die kannst du jetzt noch mitbenutzen. Genau, 4. Dann habe ich 5, 6, 7. Ganz genau. Und dafür kannst du den 7 Geld. Warte, Moment. Oder eine Aufwertung. Ah, natürlich. Moment. Aber eine Aufwertung mit. 7. 7. Ich will. Aufwertung wird auch nicht so einfach. Okay, warte mal. Ich habe jetzt 1. Wenn ich jetzt. Warte mal, ich muss nur denken. Also, ich will hier mehr drin haben. 7. Ich kann hier nur. Das kannst du 5 lagern. Das heißt, ich kann nur 5 lagern. Das heißt, abgezogen werden 4. Oder? Weil ich war auf 1. Ja. 2, 3. 4. Hast du noch 3? 5, 6, 7. Habe ich 3 übrig. Könntest du dir hier nochmal so ein oder so ein kaufen? Ja, so, zum Beispiel so ein. Oder du gibst mehr aus. Ja, gibst alles aus. Mm-mm. Ich glaube, ich spare auf eine Aufwertung gleich nochmal. Raus mit der Kohle. Nee, ich kann keine Aufwertung machen. Ja, nachher, deswegen, ja. Genau, das war mein Plan. Jetzt kannst du dir aber so eine noch kaufen. 3 hast noch übrig, die du nicht einsparen kannst. Den hier will ich machen. Oder kommt auf deinen Nachtisch ab. Ich will den eigentlich den Bierrad da haben. Genau. Also ich weiß nicht, bei mir läuft es auch nicht so. Mir fehlt ein... Du hast ja ganz schön viele Würfel dabei. 4 Bier, aber es ist halt, es ist 4 mal 3 sind 12 Bier, 13 Bier. Ach du Armer. Ja, nur 13 Bier. 13 Bier, ja. Ich könnte jetzt, aber ich kann halt nur einen Gast kaufen. Ach, verstehe, du willst die 14. Ich hätte eigentlich 14 gern gehabt, jetzt würde ich einmal schon so würfeln. Aber egal, jetzt heißt ich nehme einfach einen Adligen für 9. Dann habe ich noch 4 übrig und dann kaufe ich halt einen Gast. 9 Bier brauchst du. Darf man einen Adligen und einen Gast anwerben? Das ist eine gute Frage. Darf ich nur einen Gast, darf jemand anwerben, ja. Das habe ich ganz vergessen mit dem Bier, dass man da... Ja, das nehmen wir dann halt richtig viel Bier. Leider keine Soforteffekte. Und dann habe ich nur noch 2 Geld und die spare ich einfach. Mehr kann ich nicht machen. Okay, ich habe auch extrem viel. Erstmal habe ich hier ganz wenig Bier, nämlich hier 1 und hier noch 1. Sind 2, die speichere ich beide einfach ein. So, hätten wir das schon mal. Und hier habe ich aber 4, 7, 10, 12, 13 Geld. Ich glaube, diesen roten Stier, den... 13 Geld... Ich glaube, ich muss mich, ich glaub, und dann ich muss mich nehme ich neu einfach erfinden. Eine dauerhafte Kellnerin. Vielleicht ein neues Konzept, Bierbad. Das kostet nur 12 Geld, deswegen ich ein Bier. Geld noch einspeichern noch darf. Warum minus 4 immer? Warum? Das ist dann, weil das quasi bezieht sich auf die Kellnerin und okay. Ist 4. Gar nicht, verstehe. Du kannst quasi immer nur, das ist ja dauerhaft mit der eigenen und die Karte. Gar nicht. Genau. Ja, das ist schon gut. Ich traue mich auch immer nicht, Leute zu entlassen. So. Aber es ist schon lukrativ. Okay, jetzt, wir sind gut. Ja. So. Okay, vorletzte Runde. Vorletzte Runde, jetzt gibt es wieder entweder einen Würfel einfach so, einfach so, oder nochmal so ein Bier.
nehme mal tatsächlich auch wieder den Würfel. Ich nehme auch auf jeden Fall einen Würfel. Ich auch. Ich nehme auch den Würfel. Kannst du mir einen geben? Natürlich. Ach Gott, das ist doch einfach, das ist doch... Fünf. Glauben. Mit drei. So. Yes. Mal gucken. Hängt davon ab, was jetzt kommt. Bier. Bier! Also, das ist ja eine absolute Katastrophe. Oh, endlich. Drei Gäste. Oh je, ein Gast. Und du hast keinen Typen mehr. Nee. Oh, Bier. Komm schon, einer geht noch. Das läuft nicht bei der blauen Forelle. Einer geht noch. Auch noch. Darf ich mir den Würfel schon nehmen? Ja, wenn du jetzt fertig bist, klar. Ich habe auch hier meine fixe Kellnerin. Die krieg ich natürlich auch. Ich hab ihn nicht. Ah, eine 6, fantastisch. Oh mein Gott. Ich habe richtig gut gerade. Wir würfeln schon warte, mal. Warte kurz. Ja, ja. Nichts passiert. Erst ablehnen, wenn man. Oh mein Gott. Aber ein Glück habe ich jetzt endlich mal was, wenn ich diesen blöden Vierern was machen kann. Yes. Oh, ja, ja, ja. Fuck my life. So. Okay. Okay, ich will. Eieieiei. Okay, ihr habt alle eure Tischen. Die Tische sind aber gefüllt, was genau. Nein. Was? Oder hast du den schon gefüllt? Ah, nee, du kriegst noch zwei. Entschuldigung. Ja, das ist meins. Entschuldigung, hier kriegst du noch zwei. Genau, für die Kellner. Okay, und die habe ich noch nicht geworfen. Ja. Muss ich noch werfen. Nee, okay. Wir fangen jetzt erst an, zu planen. Wir müssen ja unsere Würfel noch aufnehmen. Ich habe mir schon eingenommen, aber du hast ja okay, zuerst die, ja? Zuerst das. Nee, du würfelst erstmal deine gelben, die du über die Kellnerin gekriegt hast. Und jetzt nimmst du dir den ersten hier raus. Das ist ja scheißegal. Du hast schon. Ich nehme eine 1. Ich habe die 4 genommen. Ja, ich wollte nur so. Dann hast du und dann schieben wir weiter. Ja, völlig richtig. Einen Moment, oh, du musst doch. Ja, ich brauche noch. Das kommt noch alle, noch. Warte noch, nicht. Ihr kommt durcheinander. Weil, diesmal werde ich auch warten. Ja. Okay. Fertig. Ah. Was hast du genommen? 6 oder wie? 2 hast du genommen. Ah, ich habe auch schon, ich habe nochmal eine 1. Hunter fehlt noch. Ja, dann nehme ich die 3. Und dann gehen die Deckel wieder aufreißen. Jupp. Und da kriege ich ja nochmal eine 1. Das gibt's ja gar nicht. Dann kann ich ja schön warten, was du nimmst, dann nehme ich das andere. Was brauchst du denn? Sag mal. Das ist mal, egal, so weil guck mal, wir haben beides gleich. Ja, egal, das stimmt. Was du nimmst, ja, du hast kann ich mich entsprechend einstellen. Okay. Aber was nimmst du da? Das ist nicht das, was sie nehmen, damit ich nicht zweimal eine 5 oder zweimal eine 1 kriege. Weil eine 1? Ja doch. Obwohl. Muss ich überhaupt nicht. Ja, ich will nicht 2 Fünfen haben, so ist es. Ich will aber auch nicht unbedingt 2 Einsen haben. Oder will ich 2 Einsen haben? 2 Einsen wäre 4 Bier. Nee, das will ich nicht haben. Okay. Oi, 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 oi. Dann nehme ich die 5. Um dann eine 1 zu kriegen. Okay. Gut. Letzten Würfel nehmen, nicht vergessen. Und dann wird geplant. Das geht bei mir nicht mal schnell. Okay. 3, 6, 9, 12. Also zuerst mal. Ich bin dran, oder? Geil. Okay, zuerst mal will ich das Schönes machen, was du vorhin gemacht hattest. Das heißt, ich habe ja hier 2 mal 6. 3 mal 2, 6. Also das ist ja fast jeder Würfel. Mal 3. Genau. 6 plus 1 sind 7. Darf ich? Ich will schon. 8 Bier. Nein. 8 Bier, das heißt, du willst das hier machen. Du willst ja. Das, ja, ja. Aber das ist, das wie geht machst das? Ja erstmal, das ist, du erntest dir erstmal das Bier ab und dann würdest du die 2 Karten wegschmeißen, musst noch 6 bezahlen, 6 Geld und dann kannst du das umdrehen. Gut, also wie muss ich aber das deshalb machen? Würde ich erstmal, damit du die noch aberntest, quasi dieses Bier holen. Das sind jetzt 7 Bier, die du da kriegst. Du hast noch 8 und dann machst du erst im zweiten Schritt die Aufwertung mit dem Geld. Okay, also 8 Bier habe ich jetzt schon mal. Ja, die musst du jetzt halt ausgeben. Jetzt musst du dir halt ausgeben. Und dann machen wir das mit dem Geld, mit dem Aufwerten. Weil das Aufwerten passiert mit dem Geld, nicht mit Bier. Ah, okay. Damit ich das rausschmeiße, sodass ich das machen. Okay, das mache ich mal hier. Ich will mal zuerst mal gucken, was ich jetzt hier noch alles machen kann, weil da ist auch so viel going on right now. Puh, okay, ich habe 5. Hier habe ich 2, 4, 8, oder? Ja, aber du musst mit dem also wenn du das Bier machen anfangen. Willst, musst du erst das Bier machen. Weil sonst, wenn du jetzt erst die Aufwertung machst, wie Hunter gerade erklärt hat, dann sind die Karten weg. Weil du die ja als Rabatt benutzen willst. Du musst okay, zuerst mal, zuerst ich das mal. Mit zuerst dem Bier ein wenn Gast du es so machen anwerben. Willst. Ich will das so machen. Dann würde ich den Bier, dann musst du erstmal das Bier machen. Okay, also Bier hast 8. Da halt, genau.
6 plus 1, 7 plus 1 im Lager sind 8. Genau. Maximal. Aber kann natürlich auch weniger ausgeben. 8 gibt es hier wieder. Das ist nicht vergessen, dass das hier auch hier wieder so eine Karte gibt, die auch 2 Punkte gibt. Na, nicht vergessen. Aber ich würde die nehmen. Gleich direkt. Ja, genau. Und sogar noch hier die Kellner gibt es auch dazu. Genau, das ist der Soforteffekt von der Karte. Das ist eine Kellnerin, 8 Geld. Und das tue ich wieder hier rein. Ganz genau. Mhm. Gut. Das heißt, jetzt auf den anderen Stapel. Die neue Karten kommen super, alle immer da. Verstehe. Drauf. Ja, genau. So, damit sind die Würfel weg. Mach mal die Würfel, die du benutzt hast, weg. Weg, genau. Jetzt will ich die abspielen. Mhm, das sind dann 12 Geld, die du sparst. Und das würde ich dann umdrehen damit. Ja, du musst noch 6 Geld dazu. Also das sind jetzt 12 genau, Geld und 6 Geld fehlen. Genau, verstehe. Ich weiß, wie es ungefähr geht. Ich mache es nur langsamer. Okay, warte mal. Also hier, jetzt fehlt noch 6. Das kostet eigentlich 18 Geld. Verstehe. Für jede Karte von der Art, die du abgibst, sparst 6, 12. Du 6 Geld. Now I need 6 fehlen Euros. 6 Geld. So, hier haben wir 4, 5, 6. Dann haben wir das. 4, 5, 6, ja? Das und genau. Das. Somit kann ich das umdrehen. Und ich krieg einen schönen... Ich krieg das hier. Den Adeligen. Ich krieg einen Adeligen. Für die Aufwertung. Für die Aufwertung. Ja. Das tue ich so hin. Okay. Das musst du natürlich auch ausgeben. Das hier. Weg. Ausgetrunken. Weg. Ausgetrunken. Das ist auch schon mal das weg. Bleibt alles. Das, lass das mal bis zum Ende der Runde. Das bleibt okay. Einfach liegen. Okay. Jetzt können wir hier mal gucken. Hier ist nochmal Geld. 1. Ich will mal kurz gucken. Ich komme hier einfach nur 1 weiter. Und 2 weiter wäre bei Rot. Und das gibt mir, was gibt's mir da hinten? Eine Kellnerin. Nee, das. Eine Kellnerin. Eine Kellnerin. Was macht die Kellnerin nochmal? Na, das sind die. Ja. Ein Würfel mehr. Stimmt, das habe ich schon 3. Aber dann kommt... Okay. Moment, ich habe 0. 2. Das ist irrelevant. Du hast jetzt einfach noch 3 Geld übrig und einen Schritt auf der Mönchsleiste. Ein Schritt Mönchsleiste ist praktisch nicht. Nee, ist nicht mehr. Du kannst es einfach, nichts, kannst ne? überlegen, den halt abzugeben. Dann gehst du 2 Schritte auf der Mönchsleiste. Stimmt. Nee, ich mach nur einmal da. Also ein Schritt ist einfach auf der Mönchsleiste. Das war die 5. Jetzt hast du noch 3 Geld. Da kannst du entweder einen Tellerwäscher kaufen oder einen Zwerg oder du sparst die 3 Geld ein. Nee, das kann ich nicht. Dann kannst du natürlich das Tellerwäscher aufwerten. Das könntest du auch für 9 Geld. Genau, das mache ich. 3, 5, 6, 7, 8. Und du kannst hab auch noch nicht. Welche warte. Abschmeißen für 3. Rabatt. Ja, hast du ja. Ne? Das ist ja wieder das Gleiche, was du gerade auf der anderen Seite auch. Das kannst du auch machen. Du kannst 2 sogar abschmeißen, musst du nur 3 bezahlen. Aber du hast ja eigentlich genug Geld, behältst du einen. Genau. Musst du 6 bezahlen. Ja, das mache ich. Was also, ist das für ein genau das mache ich. Also, ich mache aufwerten. Für, du schmeißt einen weg, das heißt, du zahlst noch 6. Genau, und das habe ich hier. Das habe ich dann 2. 2 plus 1 plus 3. Nochmal 3. Ja, nee, noch? Genau. 6. 2. Jetzt habe ich. Noch 2. 3. Nee. 2. Du musst 3 abziehen. Look. Okay, I'm sorry. 2, 3 plus 3. Ja. 3 musst du bezahlen aus deinem Lager, dann hast du noch 2. Perfekt. Jetzt kannst du umdrehen und kriegst einen Adligen. Jeder, der in der Gastro arbeitet, weiß, was Abrechnung für ein Hustle ist. Hunter. Ja. Du bist. Ich dachte, und ablenken. Okay, gut. Jetzt sind wir fertig. Ja. Sieht alles gut aus bei euch, bei mir nicht. Aber egal. Bei Katjana sieht's gut aus. Ich mach einfach mein ganzes. Ich habe hier 2 lächerliche Bier, die nix bringen. Deswegen werde ich einfach einlagern. Und dann habe ich aber wenigstens ein bisschen Geld. 5, 9, 10 plus 2 im Lager sind 12 und dann hole ich mir einfach auch die Kellnerin. Für 12. Alles ausgegeben. Und, no. Okay. Super. Du hast meine Kellnerin schon genommen, oder? Ja, ich muss dir eine abgeben. Nee, du hast hier eine Tellerwäscherin hast du abgegeben. Okay, super. Ja, die ist weg. Die ist weg. Super. Die Kellnerin hast du ja nicht. Nee, ich meinte, ich habe verwechselt. Genau. So, ich habe 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19 Bier insgesamt. Oh mein Gott. Ich muss hier 1 reduzieren, da habe ich 18 ausgegeben und ich krieg dafür 1, 2, 3 Adlige. That's it. Kann ich für meine 2 Geld hier noch was machen? Ja. Nein, ganz knapp nicht. Oder? Nee. Bitter, knapp, bitter, tatsächlich. Bitter. Hm? Das ist wirklich bitter. Ja, aber ja. Okay. Okay, jetzt wieder abräumen. Zurück. Ja, abräumen. Und letzte Runde. Und, aber ja, ich hab noch nicht. Ich hab nämlich... Na gut, darfst auch noch. Du darfst ausnahmsweise. Danke. Ich hab 5, 9,
Plus sind 10 Geld. Davon kann ich, warte, was kann ich davon? Du kannst zum Beispiel da unten aufwerten. Genau. Ohne was zu bezahlen. Du kannst das aufwerten, hast noch Geld übrig. Ja, ich, du kannst auch die Kellnerin aufwerten, indem du sie ausgibst. Genau, was mache ich da? Ich werte, glaube ich, wirklich die Kellnerin auf. So, oh, zack. Du musst 8 bezahlen, weil du sie abgibst, mit 4 genau. Rabatt. Bitteschön. Die kommen schon mal beiseite. Was muss ich bezahlen? 8 noch. 8, genau. Das heißt, ich habe hier noch einen und da bleibt noch einer übrig, also geht hier noch 2 nach vorne. Und hier geht noch einer nach vorne. Da kriegst du einen Tellerwäscher. Perfekt. Ach, ich krieg noch einen Adeligen hier. Für deine Aufwertung. Für meine Aufwertung, genau. Mhm. Und jetzt habe ich hier noch letzte Runde. 2 Bier und 3 Bier. Hier wäre auch noch eins drin. 4 Bier. Theoretisch 4 Bier. Kann ich damit was kaufen? Nee. Mit 3 vielleicht? Also kommt das in der eins lagere ich ein, das andere schütte ich weg. Der letzte Dreier ist schon weg. Okay, letzte Runde, meine letzte Damen und Herren. Runde und wir kriegen alle eine Aufwertung. Aber geschenkt. Ohne Adliger. Ohne Adliger, ich werde natürlich jetzt hier meinen. Ohne Adliger, ich tue meinen Tisch. Ja, mein Tisch wird, das ist klar, das ist teuerste Aufwertung, die wird jetzt einfach geschenkt. Was machst du? Was? Du kannst jetzt eine Sache umdrehen. Ja, okay. Ohne, aber du kriegst keinen Adligen dafür. Keinen Adligen dafür. Okay, das ist gut, ich mache das auch. Mhm. Ich milde Gabe vom Spiel, ich bin nochmal Startspieler, letzte Runde und danach wird gezählt. Ich würde es nochmal betonen. Gott, oh Gott. Also wir können nochmal okay, unsere Gäste kommen lassen. Dann letztes Mal der Laden befüllt. Ich weiß nicht, ob das kommen erstmal die ganzen Adligen. Das ist gut. Sitzen alle aufeinander. Noch einer? Wunderbar. Kellnerin. Nee. What the hell? Shit. Mm. Scheiße. Was soll das? Was will ich denn damit? Komm, komm, komm. Ja! Ja, mein Tisch! Okay. Es ist noch Hoffnung. Wo, jetzt kommt's. Ein Würfel kann ich gleich hier behalten. Nein! Ja, oder gleich. Egal. Gut, also du kriegst einen für deine Kerne. Ja. Ich hab 2. Ich hab 2 sogar. Okay, aber leider nicht die Sachen aufgedeckt. Den kannst du auch noch benutzen. Du könntest dir komplett neue Karten aufnehmen. Aber es geht alle gehen weg, ne? Die auch. Aber es sei nur die eine Karte, die wirklich gut ist. Let's do it! Ja? Let's just come do on! It. Letzte Runde! Mal nochmal verrückt sein! Freaking hell! Nochmal alles hier rauf und nochmal komplett neu, wenn das alles Einser sind. Fuck! Scheiße! Nein! Jetzt wird's noch schlechter. Ja, es wird noch schlechter, aber was kann man machen? Ich hätte es auch gemacht. Ich krieg ja sogar 3. Ja, auf jeden Fall nicht schlechter. Ja. Komm. Ja, besser. Okay, besser. Ja. Come on! Yes! Yes! Das ist gelohnt. Jetzt aber auf jeden Fall besser. Wir würfeln hier mal unsere. Also, ich kann hier 2 haben. Gelbe? Bitte sehr. Also, einmal. 3. Ich bin auch hier, ne? Der absolute Loser, was die sind. Ja, aber das ist ja auch nicht relevant tatsächlich. Das sind ja keine Punkte oder so. Da kriegst du halt während dem Spiel. Ich habe das jetzt auch so halbherzig verfolgt mit der Mönchsleiste. Na gut. Na gut. Wir haben schon gewürfelt, glaube ich, oder? Achso, ja, ich habe noch nicht. Sorry. Ich mach mal nochmal. Behinder nicht meine Würfel. Sorry. Verwirr meine Würfel nicht. Verwirre meine Kreise. Ja. Sehr schön. Ist klar, was ich nehme. Ich habe schon genommen. Könnt. Ich habe auch genommen. Was heißt das nochmal mit dem hier, weil ich es umgedreht habe? Es wird immer sofort doppelt? Es ist immer 2, aber ein 5er darf. Ah doch, mit dem kannst du einen 5er hinlegen. Mhm. Ja, genau. Es ist immer 2 Bier pro Würfel. Ja, aber vielleicht mal dann. Mhm. So. Achso, du bist immer noch am Überlegen. Ja, 2 Bier pro. So, also es ist dann 4. Siegpunkt, ja. 5. Yep. Ich krieg jetzt doch niemals nochmal Bier richtig zusammen. Ah. Nicht 4. Hier kann man auch egal was, ja, reintun. Da hast du keine große Entscheidung. Ich glaube, so, ja, doch, es waren 3 Würfel. Stimmt. Oh. Hei, Das ist ja. Aber ich hätte fast gesagt, das hat der rote Stier selber
hat selber den Wald vor lauter Adligen nicht gesehen. Ja, tatsächlich. Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Das ist ja fantastisch. Was ist das jetzt hier? Eine 1? So. Ich bin ja noch Startspieler nachher, ja. Du musst dir noch einen nehmen, glaube ich, oder? Ich muss mir noch einen nehmen, glaube ich auch, ja. Und drüber dann halt. Ja. Das können wir hier noch überlegen. Das bringt mir gar nichts, 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 nichts bringt mir das. 4, 5, 8, 9, 10. Und weiter geht's, oder? Ich muss jetzt die 13 fast. 4. Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Doch. Ich müsste jetzt 2 will. Achso, so rum, ne? Ja. Immer, du machst mal, ja. Ich hab jetzt Anta, ja. Ich hab kurz eine Frage. Eins nach dem anderen. Ich habe kurz eine Frage, Zwischenfrage. Ja. Wenn ich gleich hier eintausche, um das billiger zu machen, gilt die dann noch für die aktuelle Runde? Also wenn ja, ich je nach. Ja, klar, beim Planen hast du sie ja schon benutzt. Okay, beim Planen habe ich sie ja schon benutzt, okay. Hast du ja schon jetzt. Die benutzt sie ja jetzt schon. Genau, die benutze ich hier zum Beispiel schon, ja. Mhm. Ihr müsst noch hier einnehmen. Ja. Das ist ja mal eine dumme 4. Du musst noch. Ich mach mal? Ja, ja, ja. Nee. So. Ist egal. Ist auch eine 4. So. Nee, du musst hier. Nee, ich muss hier noch. Ja. 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 Ist egal, was ich mache hier. Hm. Dann hier, zack. Tja, was soll man machen? Du bist jetzt gleich als erstes dran, ne? Ja, jetzt könnt ihr planen. Ja, der ist, glaube ich, nicht rauszuholen. Ich glaube auch, dass bei mir nicht viel rauszuholen ist. Aber. Ah, okay. Da, geil! Ah, nee, das gilt für die nächste Runde, oder? Ja, oh, aber es gibt halt noch. Jetzt musst du nur noch Punkte gucken jetzt. Es ist im Prinzip jetzt nur noch das Punkte. Okay. Wir haben gelegt. Du darfst anfangen. Aber man kann auf jeden Fall. Forelle. Ja, man kann eine Aufwertung machen und eine Karte kaufen. Ne? Ach, du planst da noch rum. Ich sehe schon. Das ist noch gar nicht so weit. Weil ich würde jetzt halt versuchen, auf jeden Fall eine Aufwertung zu machen und noch einen Adling zu kriegen. Das heißt, ich würde aber das Billigste aufwerten. Das kostet 6. Ich habe 10. Dann werte ich das auf für 6 und kaufe noch eine 4er-Karte, weil die immerhin auch noch einen Punkt gibt. Mhm. Ja. Kriegst du noch einen Adligen für die Aufwertung. Noch einen Adling für die Aufwertung. Dann habe ich hier noch einen publigen Schritt, der mich hier mal so gar nicht weiterbringt. Und einfach noch 6 Bier. Wofür ich auch noch mal so eine Punktekarte halt hole. Und da kann ich jetzt sofort noch einen wegschmeißen, was egal ist. Mache ich zwar, aber. Okay. Ich habe auch hier 2, 4, 5, 6 Bier. Mhm. 6 Bier ist genau. Ah, ich hatte hier noch 2 Bier übrig, aber das bringt mir nichts. Nee, das mache ich auch nicht. Ja, ich hätte ein 8er Bier nehmen können. 6 Bier, dann kriege ich sogar noch so eine kleinere. Zu spät. Ja, hat auch keinen Unterschied gemacht. Ich trotzdem so gemacht. Und dann habe ich hier noch 3, den habe ich mit der Tellerwäsche dahin hingelegt. 5, 6 Geld und hier sind noch 2, sind 8 Geld. Na gut, dann kann ich einfach hier, dann brauche ich die nicht abgeben. Das ist wahrscheinlich auch egal. Ja komm, ich werte einfach das hier auf für 7 Geld. Habe ich noch 1, Quatsch, kriege ich sogar noch 1 dazu, ich 8 hatte. Habe ich das aufgewertet, ist aber kein Bier mehr drin. Hauptsache den Adligen noch gestanden. So. So, ich gehe erstmal hier. Ich habe den hier verändert. Gehe ich 2 nach vorne. Und grün. Mit grün kriege ich einen Adligen. Kriegst du einen Adligen. Genau. Wunderbar. So. Was heißt das? Dann mache ich hier meine Tellerwäscherei um 2 Karten günstiger. Das heißt, die kostet nur noch 3 Taler. Nur noch 3 Taler. Ich habe hier, jetzt kann ich zum Beispiel. Ja, das und das sind 3 zum Beispiel. Ja, genau. Oder ich habe hier noch 2 in der Kammer und plus den. Das auch 3. Sind genau. 3, sind es hier wieder bei 0. Den Adligen für den die Aufwertung. Den Adligen, genau. Den kann ich umdrehen.
Und jetzt setzt du quasi auch immer einen Tellerwäscher, aber ist natürlich die letzte Runde. Ist egal jetzt. Ja. Und jetzt habe ich hier aber noch 8 Punkte und damit kann ich den auch noch aufwerten. Vollkommen richtig. Und krieg noch einen Adeligen. Den Bierkeller auch noch aufgewertet. Habe dann einen übrig, was ja egal ist. Die beiden sind aber quasi raus. Genau, und jetzt habe ich noch, wo war der hier gerade eben? Eigentlich auf der 2, ne? Also steht der hier auf der 2 auch und hier kriege ich nochmal 2, also habe ich theoretisch noch 4. Bier, können wir gucken, ob du Glück hast hier. Ne. 4 und kein Glück. Tatsächlich nicht. Also, ja. Kannst du noch einlagern. Noch einlagern, aber ja. Für zukünftige Aktionen. Oh, warte mal. Das ist nur 1. Ja, okay. Dann nehme ich dieses hier 4, damit das ist 4 und die schmeiß ich weg. Also ja. Habe ich da eine Aufwertung. Hab das ich ist ein Adliger. Ein Adliger. So. Habt ihr den immer hingetan? Habt ihr den noch mal abgestanden? Ich hab den jetzt einfach hingelegt. Jetzt habe ich hier 8 Bier insgesamt, soweit ich das gezählt habe. 2. Ja. Leider. Kann man jetzt 4. noch irgendwo ein Bier herholen? 5, 6. Nee, 6. Ach, da auch nochmal. Ach so, was? Das sind 3, 6, 7, 8. Das ist ja nur, um das aufzuwerten. 8. Dann nehme ich davon 7, mache eins dahin, weil ich gehe davon aus, dass es ja, am höher vier als Punkte, das. 4 Punkte. 4 ja. Punkte als das, ja? Ja, das hier ist 3 Punkte, ja. Genau. Das, ja. Also nehme ich das besser. Mhm. Was ist hier irgendwas noch special? Da kriegst du auch noch was. Da kriegst du noch so einen. Das sind sogar 1 Punkt mehr. 5 Punkte. 5 Punkte? Cool. Kommen auch da drauf, aber ja, ist jetzt eigentlich egal, weil es vorbei ist. Egal. Nur für die, weil es noch weitergehen würde. Was kann ich für 3 Euro holen? Ein Tellerwäscher. Ein Snickers und Döner. Eine kleine Cola. In Berlin kriegst du auch einen Döner. Ja. Ja, ist ein Punkt. Das ist ein Punkt. Ja, Punkt. Punkt ist Punkt. Punkt ist Punkt. Das war's nämlich. Das war's. Ich habe die gerade eben eingetauscht, die kommen dann komplett die weg. Die kommen komplett ja. raus. Okay. Genau. So, und das heißt, jetzt ist das Spiel quasi vorbei, jetzt muss gezählt werden und eigentlich macht alles, was man macht, ist jetzt das ganze Deck zusammen, also alle Karten. Und einfach nur das Deck zählen. Also kommt das Slow-Mo. Ja. Und der Teil des Spiels wird nochmal ganz langsam abgespielt. Okay, ich bin echt das. Ja, natürlich nur die, gar nur die Siegpunkte natürlich. Die oben rechts stehen. Oben rechts stehen. Ja. Ja. Okay, ich, alles was keins nix bringt mal raus. Eieiei. Zwerg bringt gar nichts. Oh, wenn ich das schon sehe. Ja. Ich will gar nicht, ich höre auf zu zählen. Ich habe keine Lust mehr. Ich mach das nur, dass ich nichts vergesse. Okay. 93. Oh. Ja, das ist gut. Ist gut? Das ist nicht schlecht. Also ich habe leider... Nicht so viel. Das sind noch 10. Mal sortieren. Das sind noch 10. So. 3, 4, 10, 2, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 2, 3, 7, ich sag's noch nicht. Wir machen's spannend, oder? 75. Nein, ich hab 81. Ah. 75. Oh, 75. Ach, Mann, ey. Wie war das nochmal? Du hast... Du musst öfter in die Kneipe gehen. Ja. Was? 92. 92. 81. 82, soweit ich das gezählt habe. Jetzt 93, Entschuldigung. 60. Ja. Der blaue, die blaue hier, Forelle. Hier, die Forelle. Was haben die wir getan? Forelle. Einmal hier die Krete im Hals stecken geblieben. Das ist meine yours. Das gibt's ja nicht. Aber ja, aber die sind ja nichts wert. Nicht ah, okay. Ich will nur kurz gucken. Das bedeutet nochmal zur Klarstellung. 93 Punkte. Die brauchen die Klarstellung nicht. Fazit. 81. 82. Ach so, ja. Dung, dung, dung.
65. Dann müssen wir kurz warten, und dann zeigen wir auf dich. Ja, ich gebe es ja zu, es hat nicht funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Das waren, ich meine, da ja immer nur die schlechteste Taverne im Jahr zumachen muss, okay, wir drei alle weiter unseren Laden betreiben. Vielleicht hätte ich doch nicht so unfromm sein sollen hier mit der Mönchsleiter. Ah, ich weiß auch nicht, aber stell dir vor, ich hätte, das war eigentlich die ganze Zeit mein Plan, halt den früh zu pushen, wenn du das alles doppelt nimmst, wenn du das wirklich als erste Aufwertung machst, dann hast du halt viel von den Aktionen und so. Was ich tatsächlich unterschätzt habe, ist, Nee, bitte. Was ich total unterschätzt habe, ist dieses, dass man sich die Umwandlungen günstiger machen kann mit den Karten. Das ist halt richtig geil. Da muss man eigentlich, da kann man noch viel schneller Siegpunkte. Halt nicht bei allen, ne? Gerade so. Nicht bei allen, aber man kann da noch viel schneller Siegpunkte machen, da habe ich nicht gemacht. Erst am Ende und dann war es schon zu spät. Ja, zu früh darf man es aber auch nicht machen, weil die Karten ja dann weg sind. Ne? Also muss man ja machen, wenn die Karten auch nicht mehr weil kommen würden, so richtig. Ne? Ich glaube auch, wenn du die zu früh raushaust, ärgerst du dich, weil so zwei so Bierlieferanten erst kaufen und dann einfach als Rabatt wieder weghauen und die nie genutzt haben, ist auch nicht optimal. Also muss in die richtige, wie es halt ist so. Als Kneipenleben, als Wirt. Macht's nicht wie die blaue Forelle, kann ich dir noch sagen. Ja, und macht's nicht wie die blaue Forelle. Das ist die Erkenntnis, die wir aus dieser Partie, die Tavernen im tiefen Tal, mitgenommen haben. Ich bedanke mich nochmal, dass ihr hier wart und mit danke, uns hier. Dass, ja, danke, das hat super viel Spaß gemacht. Ja, ich freue mich jetzt auf Forelle. Das Ergebnis ist perfekt, oder? Ich jetzt mal sagen. Ja. So. Ja, ich habe mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Verzeiht es mir bitte. Aber nur ganz bisschen. Ja, ich mache. Du bist ja nicht Letzte. Ja, immerhin. Aber dafür, dass ich so groß getönt war, absichtlich was. Gut, ich habe eigentlich auch mitgezählt, da hat er eigentlich 172. Ja. Nee, das werden wir jetzt im Detail noch kurz erläutern. Wir geben noch ein kurzes Schlussfazit von uns. Und dann sehen wir uns bei in 10 Minuten. Also bis dahin, wir labern jetzt. Es war eine wilde Reise, aber am Ende haben wir alle unser Bier verkauft und unser Geld eingesammelt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und im Herzen sind wir doch alle Gewinner oder Verlierer. Ja, was soll ich sagen? Es war ein bisschen enttäuschend, was hier die blaue Forelle am Ende abgeliefert hat. Ja, manchmal ist es so. Ich finde, das ist aber auch relativ typisch für das Spiel. Es ist halt dann doch eher ein bisschen ein glückslastiger Engine-Builder, was aber auch ein bisschen den Charme ausmacht. Jetzt denke ich auch so, Mensch, das nächste Mal, wenn ich jetzt spiele, dann mache ich es wirklich anders. Ich glaube, mein Hauptfehler lag darin, dass ich überhaupt keinen zusätzlichen Tisch geholt habe. Auf die Forelle hätte man lieber nicht wetten sollen, aber das hatte ich euch ja schon im Zwischenfazit, oder eigentlich überhaupt, war ja klar, oder? Hier Forellen, damit macht man kein gutes Geschäft. Der rote Stier hat ja dann tatsächlich hier doch noch überzeugen können und es lag vor allem an dieser einen famosen Bierlieferung, die da in meiner Taverne eingetrudelt ist, wo ich dann tatsächlich, das ist mir glaube ich noch nie gelungen in einer Partie Taverne davor, so viel Bier hatte, dass ich mit dem Bier drei Adlige in einem Streich angeworben hat und ich glaube wirklich, dieser eine Moment hat mir den Sieg verschafft. Es sind auch drei Adlige, es sind 30 Siegpunkte. Es kam hier mal und da mal kurz vor, dass jemand zwei Adlige in einer Runde, aber ob wirklich drei nochmal über den Tisch gegangen sind, das war ich zu bezweifeln. Und das hat mir wirklich, das hat mir den Sieg vergönnt. Und jetzt kann ich die nächsten Monate damit zubringen, lustige Witze über Hunters schäbige Forellenwirtschaft zu machen. Das freut mich natürlich nochmal ganz besonders. Gratulation an Kron, er hat hier die Heimat-Ehre gerettet bei uns, ja. Wobei ich glaube, wenn wir unsere beiden Scores zusammenzählen, dann haben die Gäste gewonnen. Naja, aber herzlichen Glückwunsch dafür, haben sich gut geschlagen und beim nächsten Mal greife ich wieder an. Ja, meiner Festival- und Kneipen- und Biererfahrung, da macht halt so schnell keiner was vor. Ich hatte ja jetzt erst wieder hier paar Tage Besuch, ja, der alten Freund aus Stuttgart, du hast ihn auch gesehen. Ja, ja. Das ist auch noch so ein Kneipengänger. Mit dem hast du noch heimlich geübt. Ja, habe ich quasi das erklärt alles. Real-time im echten Leben geübt und war damit natürlich voll im Tavernenmodus. Ja, und unsere Gäste haben sich beachtlich geschlagen, das habe ich ja auch schon gesagt. Vielen Dank fürs Zugucken. Wie ihr gesehen habt, kommen jetzt ein bisschen mehr Folgen. Ja. Wir sind immer noch hier dabei, so die ganze Technik hier immer noch weiter zu optimieren, damit wir irgendwie das alles schneller auch im Schnitt hinkriegen und so weiter. Trotzdem nochmal vielen, vielen Dank für den ganzen Support bei der Spieleschmiede-Kampagne, ja, das alles hier ermöglicht hat. Und so, jetzt tust du mal deinen alten Fisch hier raustragen, ja, damit wir hier mal ordentlich durchlüften können. Genau, bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.